kurz nach acht und schon ein so volles Haus, also fast militärische Pünktlichkeit, ermöglicht uns aber frühzeitig anzufangen. Ich begrüße Sie, Herr Minister, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Bildstiftung, ganz herzlich zu einem auch für uns nicht ganz gewöhnlichen Abend. Nicht, dass wir uns das erste Mal mit Themen internationaler Sicherheitspolitik befassen würden. Einige von Ihnen waren vielleicht schon einmal auf unserer außenpolitischen Jahrestagung, unserem Flaggschiff-Format, aber auch zu vielen anderen Debatten internationaler Politik, die regelmäßig in diesem Haus stattfinden. Aber es ist insofern eine Premiere, dass wir zum ersten Mal Herrn Minister de Maizière hier zu Gast haben. Mich erreichten im Vorfeld einige Nachfragen, wieso ladet ihr eigentlich den Verteidigungsminister hier ein in eine Stiftung, die der Friedenspolitik verpflichtet ist. Darauf gibt es ein paar ganz einfache Antworten. Erstens hat de Maizière selbst mehrfach eine intensive, eine breite außen- und sicherheitspolitische Debatte in der Republik eingefordert. Und wir dachten, wir nehmen ihn beim Wort und laden ihn zu einer Diskussion in die Böll-Stiftung ein. Freuen uns sehr, dass er zugesagt hat. Zweitens ist es ein bisschen langweilig, immer nur unter Gleichgesinnten zu diskutieren. Es ist viel interessanter, auch mal unterschiedliche Auffassungen zu Wort kommen zu lassen. Und die Böll-Stiftung ist eigentlich ganz stolz auf ihre Tradition, dass auch wenn sie den Grünen geistig, politisch nahesteht, doch eine sehr pluralistische politische Diskussion pflegt. Und das ist Teil einer demokratischen politischen Bildungsarbeit. Stoff genug für diese Debatte gibt es sicherlich. Und ich gehe davon aus, dass die meisten dieser Fragen, die uns umgetrieben haben, auch heute Abend vorkommen werden. Von der übergreifenden Frage, wie wir in einer völlig veränderten Weltordnung seit dem Ende des Kalten Kriegs und des bipolaren Weltsystems deutsche Sicherheitsinteressen definieren, welchen Werten deutsche internationale Politik folgen soll und wie wir unsere Rolle in dieser neuen Weltordnung definieren. Es geht ja oft verloren, dass die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen auch eine Verpflichtung beinhaltet, für den internationalen Frieden und die Sicherheit sich einzusetzen. Das ist Teil der Verpflichtung, die Völkergemeinschaft eingegangen ist. Und das gilt natürlich allemal für einen Staat wie die Bundesrepublik mit dem ökonomischen und politischen Gewicht, das wir international haben, ob wir das wollen oder nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe von speziellen Fragen, die darunter liegen, die vermutlich auch kontrovers diskutiert und gesehen werden. Dazu gehört, welche Schlussfolgerungen wir aus den Militärmissionen der letzten Jahre, Jahrzehnte ziehen. Einige werden sich erinnern, das ist ja nicht ganz ohne eine historische Ironie, dass es die rot-grüne Bundesregierung war, die zum ersten Mal Out-of-Area-Einsätze beschlossen hat. Kosovo, Afghanistan, extrem umkämpft und umstritten, auch in den eigenen Reihen. Und von heute aus muss man zumindest mit Blick auf Afghanistan sagen, dass viele der Motive, die uns damals umgetrieben haben, jedenfalls diejenigen, die sich für eine Beteiligung eingesetzt haben, vor allem der Einsatz für Demokratie und Menschenrechte und die Hoffnung, dass über eine solche militärisch-zivile Aufbauarbeit in Afghanistan der Weg geebnet werden könnte für Rechtsstaatlichkeit, für die Garantie grundlegender Rechte, dass das doch mit einiger Ernüchterung heute gesehen wird. Also die Frage,
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus diesen Einsätzen, vor allem im Hinblick auf die Idee von State Building und Demokratieförderung? Ist das tatsächlich in unserer Reichweite? Welche Möglichkeiten gibt es oder gibt es andere, nüchterne, vielleicht auch pragmatischere Begründungen für den Einsatz oder Nicht-Einsatz von militärischen Machtmitteln außerhalb Europas? Das Verhältnis von ziviler Krisenprävention und militärischer Krisenintervention steht ebenso zur Debatte wie die Frage, wie wir eigentlich mit nicht-militärischen Risiken in Zukunft umgehen. Klimawandel, Failed States, also Staaten, die ihr Gewaltmonopol verloren haben. Oder die Frage nach Rüstungsexporten in Krisengebieten, hochaktuell. Ist das eigentlich wirklich friedens- und stabilitätsfördernd, wenn wir hochtechnische Waffensysteme an Saudi-Arabien exportieren? Also genug Stoff für eine hoffentlich interessante und lebendige Debatte. Ich denke, ich brauche Herrn de Maizière hier nicht mehr im Detail vorzustellen. Doktor der Jurisprudenz, der Einstieg in die Politik erfolgte als politischer Beamter, zunächst als Mitarbeiter des regierenden Bürgermeisters von Berlin, damals Richard von Weizsäcker. 1990 war er beteiligt am Aufbau des Amts des Ministerpräsidenten der letzten DDR-Regierung, war dann beteiligt an den Verhandlungen über den Einigungsvertrag. Ich glaube, das war so der Hebel, der sie dann in die große Politik katapultiert hat, und hat dann zunächst eine politische Karriere in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen durchlaufen, und zwar mit einer Vielzahl von Ministerien, Justiz, Inneres, Finanzen, bevor er dann 2005 Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramts wurde, dann Bundesminister des Innern und jetzt Bundesminister der Verteidigung. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, sie sind eine Art politische Allzweckwaffe. Damit genug der Vorrede. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, hier Ihren einführenden Vortrag zu halten, und dann werden wir das Gespräch auf dem Podium fortsetzen und eine hoffentlich zivile politische Diskussion heute Abend erleben. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Füchs, lieber Herr Kollege Nuripur, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, als Herr Nuripur mich eingeladen hat, ob ich mir vorstellen könnte, mal bei der Böll-Stiftung über Krieg und Frieden zu diskutieren, war er erstaunt oder tat so, dass ich gesagt habe, ja, wenn der Termin passt, machen wir das. Und deswegen bin ich jetzt gerne hier und freue mich auf einen spannenden Abend. Erlauben Sie mir zu Beginn zwei Anmerkungen zum Titel dieser Veranstaltung. Sicherheitspolitik im Wandel, Deutschlands Rolle in der neuen Weltordnung. Dieser Titel macht ja zwei weitgehende Feststellungen. Zum einen wird ein besonders ausgeprägter Wandel der Sicherheitspolitik unterstellt. Und es wird behauptet, dass es eine neue Weltordnung gäbe. Beide Thesen teile ich nicht. Zur ersten These. Sicherheitspolitik befindet sich immer im Wandel. Das liegt in der Natur der Sache, weil Sicherheitspolitik mit unsicheren Verhältnissen zu tun hat. Es entstehen neue Bedrohungen, wir werden darüber diskutieren, neue sicherheitspolitische Akteure treten auf den Plan. Unser Verständnis von Sicherheit hat sich ebenso verändert wie die Anforderungen an die Politik, Sicherheit zu gewährleisten. Ich glaube, dass der Kalte Krieg mit, sagen wir mal, 40 Jahren, und da gab es ja auch unterschiedliche Phasen der Entspannung und der Nachrüstung und so weiter, dass aber im Großen und Ganzen die Grundbedingungen
dieses Konflikts eher statisch als dynamisch waren. Ich halte das historisch gesehen für eine Ausnahme. Das Gleiche gilt für die neue Weltordnung. Das sicherheitspolitische Umfeld von heute zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass es keine Ordnung mehr gibt. Und auch die gab es vielleicht historisch nur relativ kurz. Und ob es erstrebenswert ist, dass zwei Weltmächte die Welt unter sich aufteilen, eine Ordnung errichten, denen sich alle zu unterwerfen haben, glaube ich auch nicht, dass es anstrebenswert ist, ist aber auch nicht mehr realistisch. Das macht die Dinge für uns nicht leichter, und damit sind wir mitten beim Thema meines Vortrages, dem ich einen anderen Titel gegeben habe: Internationale Verantwortung wahrnehmen, Deutschlands Rolle in der Welt von heute. Diese Welt von heute ist auch ein unsicherer Ort. Und es gehört zu unserer internationalen Verantwortung dazu, einen Beitrag zu leisten, für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, im besten Fall mit dem Erfolg, Ordnung und Frieden zu halten, wiederherzustellen, zu schaffen. Ich will dabei insbesondere über die sicherheitspolitische Dimension unserer Verantwortung sprechen. Dabei bin ich mir bewusst, dass Deutschland seine internationale Verantwortung nicht nur und schon gar nicht ausschließlich über militärische Einsätze wahrnimmt. Wir haben eine internationale Verantwortung wahrzunehmen im Bereich Klima, im Bereich Finanzen, im Bereich Welthandel, im Bereich der Menschenrechte, im Bereich sozialer Mindeststandards und viele andere Dinge. Da ist auch die Tatsache, dass wir eine internationale Verantwortung haben, unumstritten. Wie wir sie wahrnehmen, streitig. Bei der Sicherheitspolitik ist es nicht so. Hier besteht der größte Diskussionsbedarf, und das ist auch richtig so. Der Einsatz militärischer Gewalt, der Einsatz militärischer Mittel, auch im Blick auf die deutsche Geschichte, ist stets diskussionsbedürftig. Gerade deshalb ist ein möglichst breiter Konsens, ich formuliere das bewusst realistisch, für den Einsatz unserer Soldaten besonders wichtig. Eine fundierte sicherheitspolitische Debatte ist dafür die Voraussetzung. Ich bemühe mich darum, und heute auch bei den Grünen. Meine Damen und Herren, wir sprechen aktuell über Iran, Mali, Syrien, Afghanistan und viele andere Konfliktfelder. Und immer wieder kommt die Frage auf, was ist unsere Rolle in dieser jeweiligen Region, im jeweiligen Konflikt? Dahinter steht die grundsätzliche Frage, was ist hierzu die internationale Verantwortung unseres Landes? Auf diese Frage geben wir heute eine andere Antwort als noch vor einigen Jahrzehnten oder Jahren. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands warnte der Historiker Eberhard Jeckel, glaube in diesem Raum sicher ein bekannter Name, im November 1990 vor Großmachtfantasien. Ich zitiere, im November 90, einen Monat nach der Herstellung der deutschen Einheit. Ich zitiere, Angst vor der eigenen Stärke zu haben, muss eine Leitlinie deutscher Politik sein. Für das vereinigte Deutschland nach der Wiedervereinigung. Jeckel nahm in seinem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit die deutsche Geschichte und vor allem ihren militärischen Anteil in den Blick und traf damit wohl den Zeitgeist. Wahrscheinlich war das so eine Art herrschende Meinung. Deutschland hielt sich auch zurück. So sehr, dass bald die Rede war vom wirtschaftspolitischen Riesen, der sicherheitspolitisch ans Werk sei. Das wurde vielfach kritisiert, im In- und Ausland. Was dabei vergessen wird oder vielleicht auch verschwiegen wird, und ich sage es zuweilen meinen Kollegen und unseren Partnern, ist die Tatsache, dass es viele Nachbarn und Verbündeten, die uns heute wegen unseres Verhaltens kritisieren, 1990 ganz recht war, dass sich das wiedervereinigte Deutschland zurückhielt, wenn es um Sicherheit und Militär ging. Heute hingegen wissen unsere Verbündeten, die Sicherheit Europas und der sicherheitspolitische Beitrag Europas in der Welt ist ohne Deutschland als starkes Land in der Mitte Europas nicht zu gestalten. Um Ihnen ein kleines Beispiel dafür zu sagen, wenn man den europäischen Anteil der Kosten und Mittel in der NATO
mal nimmt, den amerikanischen Teil im Moment außen vor blendet, so sind Deutschland, Großbritannien und Frankreich alleine die drei Staaten bei 27 NATO-Staaten bei zwischen 50% und 60% der gesamten Kosten. Wir werden gefragt, unser Einfluss ist erwünscht und anerkannt. Deutschland sollte sich nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Es ist daher normal und gut, dass sich unser Selbstverständnis und unser Selbstbewusstsein wandeln. Und hier passt der Begriff des Wandels. Das ist gut auch für Europa und für die Welt. Auf vielen Feldern übernimmt Deutschland heute politische Führung. In Europa und in der Welt. In Europa- und Außenpolitik, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, Stichwort Euro, wie jeder weiß, auch in der Handels- und Entwicklungspolitik, auch in der Umwelt- und Menschenrechtspolitik. Als vereintes und souveränes Land und als eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt tragen wir genauso auch Mitverantwortung für die internationalen Beziehungen und die internationale Sicherheit. Wir nehmen auch diese Verantwortung wahr, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Mitteln, in der uns eigenen Art und Weise. Meine Damen und Herren, es besteht weitgehend Konsens darüber, dass wir Sicherheit heute viel umfassender definieren als den klassischen Begriff der Verteidigung. Sicherheit hat heute unterschiedliche Dimensionen. Wir definieren Sicherheit heute nicht mehr rein militärisch im Sinne von Krieg oder Nichtkrieg. Wir sprechen heute mehr als früher über soziale, demografische, ökologische, wirtschaftliche und vor allem über religiöse Aspekte von Sicherheit. Die geografische Weite unseres Sicherheitsbegriffs ist gewachsen. Von jedem Ort dieser Welt kann eine Gefahr für unsere Sicherheit ausgehen. Terroristen werden irgendwo in der Welt geboren, in Europa, auch in Deutschland, radikalisiert, in Waziristan oder Somalia trainiert. Sie planen ihre Anschläge auch von Deutschland aus und schlagen in New York zu. Wir erleben neue Dynamiken. Wir müssen uns auseinandersetzen mit einer Vielzahl von Risiken und Bedrohungen, die in unterschiedlichen Regionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher Kombination auftreten. Hinzu kommen neue Gefahren, die unsere Sicherheit bedrohen. Cyberangriffe, unkontrollierte Migration, Flüchtlingsströme, Piraterie, Proliferation von Massenvernichtungsmitteln, internationaler Terrorismus. Aus diesem erweiterten Sicherheitsbegriff, und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, ich vermute, wir werden darüber auch noch diskutieren, folgt aber nun nicht unbedingt ein erweiterter Auftrag für Streitkräfte, sondern umgekehrt ein breiterer Ansatz von Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Verkehrspolitik, Entwicklungspolitik im Blick auf Sicherheit. Und das eindrücklichste Beispiel dazu hat mir der französische Botschafter bei den Vereinten Nationen vor ein, zwei Jahren, als ich mal da als neuer Verteidigungsminister war, gesagt: Wissen Sie was, Sie können heute 2 Kampfbataillone leichter in jeden Stelle der Welt schicken als 20 Richter. Und ich glaube, er hat recht damit. Mir ist das ein wichtiger Punkt, weil oft gesagt wird, aus dem erweiterten Sicherheitsbegriff folgt eine Militarisierung der Außen- und Entwicklungspolitik. Ich sehe es genau umgekehrt. Es erfordert gerade die Einordnung des Militärischen in das breite Spektrum anderer Politikfelder. Und da gibt es allerdings erhebliche Defizite. Neben klassisch-symmetrischen Konflikten zwischen Staaten treten heute vermehrt asymmetrische Bedrohungen auf. Staaten, die sich ans Völkerrecht gebunden fühlen wie wir, stehen Menschen oder Gruppen gegenüber, die sich an keinerlei Regeln halten. Schwache Staaten werden zum Rückzugsgebiet solcher Gruppierungen. Im Gegensatz zu früher erwachsen Krisen heute überwiegend nicht daraus, dass Staaten zu stark werden könnten, vielleicht mit Ausnahme des Iran-Konflikts, sondern Krisen erwachsen heute eher daraus, dass Staaten zu schwach geworden sind. Ein politisches Vakuum zieht immer die falschen Leute an. Das erleben wir gerade auch in Mali. Dieses Land hatte in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt und sich dabei weniger auf die Entwicklung der eigenen Sicherheitskräfte als auf die Stärkung der Demokratie und der
wenn auch im bescheidenen Umfang, wirtschaftlichen Entwicklung konzentriert. Nun stellt sich aber heraus, dass die malischen Sicherheitskräfte zu schwach waren, um die territoriale Integrität des eigenen Landes aufrechtzuerhalten. Die Oberhand haben am Ende die bekommen, die mehr und stärkere Waffen hatten. All das bedeutet für Deutschland und Europa manch bittere Erkenntnis. Ich will nur drei formulieren. Erstens, gegen diese Gefahren und gegen aus der Welt, Gefahren aus der ganzen Welt, kann man sich nicht ganz abschirmen. Auch Deutschland nicht. Es gibt keine erfolgreiche Politik, die Decke über den Kopf zu ziehen. Zweitens, solche Gefahren kann man nicht allein militärisch abwehren, solche Konflikte nicht allein militärisch lösen. Das Militärische kann aber einen Beitrag zu dauerhafter Stabilität und Sicherheit leisten, manchmal und in bestimmten Situationen sogar den einzigen. Und das Politische kann manchmal nur mit Hilfe des Militärischen erfolgreich sein. Wir brauchen manchmal beides. Militärische Maßnahmen, um Sicherheit herzustellen, und politische Maßnahmen, um Sicherheit zu halten und Frieden zu schaffen. Und den Satz, es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung und keine Entwicklung ohne Sicherheit, habe ich zum ersten Mal, der Chef des Bundeskanzleramts, gehört aus dem Munde des damaligen Afghanistan-Beauftragten Tom Königs, der hier sicher wohl bekannt ist. Das führt zur dritten Erkenntnis. Wir können uns unserer internationalen Verantwortung nicht entziehen. Und ich füge hinzu, das sollten wir auch nicht wollen. Das wollen wir nicht. Wir kennen unsere Verantwortung. Das schlägt sich nieder in unseren politischen Entscheidungen, in unserem staatlichen Handeln. Wir agieren internationaler und wir handeln vernetzter als bisher. Die Kooperation mit NGOs, Kirchen, Stiftungen und Wirtschaftsinitiativen gewinnt an Bedeutung. Deshalb bemühe ich mich auch darum, diese Institutionen in die grundsätzliche sicherheitspolitische Debatte einzubeziehen. Ich diskutiere an Universitäten mit NGOs, ich spreche mit den Kirchen, mit den Wirtschaftsverbänden, ich suche die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, all das haben Sie mitbekommen. Wenn wir einen breiten gesellschaftlichen Diskurs führen wollen, müssen wir überhaupt erst einmal mit allen Akteuren sprechen. Und wenn wir im Einsatz vernetzt handeln wollen, müssen wir schon vorher gemeinsam üben, ressortübergreifend zu denken, zu planen und zu arbeiten. Dazu hat die Bundeswehr die Initiative ergriffen. Beim ersten deutsch-niederländischen Korps in Münster, ich habe mir das dort selbst vortragen lassen, wird eine gemeinsame zivil-militärische Einsatzvorbereitung im Rahmen des Projekts Common Effort angeboten. Die erste Übung fand bereits im September 2011 statt. Das Projekt ist nach Bewertung aller Beteiligten ein großer Erfolg. Man brauchte dort einige Tage, um überhaupt sich einander zu gewöhnen, sich zu verstehen, was der jeweils andere mit seiner Sprache meint. Aber hinterher war es ein großer Erfolg. Die NGOs erkennen die Rolle und Bedeutung des Militärs an und das Militärische lernt zu akzeptieren, dass zivile Partner in vielen Bereichen größere Kompetenz und ihre eigene Psychologie besitzen. Wenn die Kooperation vor dem Einsatz beginnt, werden die Erfolgsaussichten für das vernetzte Vorgehen im Einsatz erhöht. Anders formuliert, umso fester die einzelnen Knoten, desto stabiler das gesamte Netz. Meine Damen und Herren, es ist einfach, bei Konflikten militärisches Eingreifen zu verurteilen und nach politischen Lösungen zu rufen. Das können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Aber wenn dann das Blutvergießen stattfindet, ist es ebenso einfach, nach einem raschen militärischen Eingreifen zu rufen. Auch das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Niemand drängt sich nach Einsätzen. Erst recht nicht die Soldaten und ihr Verteidigungsminister. Es ist auch so, dass in den ganzen letzten Konflikten, wo wir über den militärischen Einsatz von Deutschland oder Bündnispartnern diskutiert haben, oft die militärischen Führungen abgeraten haben von einem Einsatz, auch auf Ratschlag ihrer Soldaten, und die Politik diesen Einsatz veranlasst und angeordnet hat. Das eindrücklichste Beispiel dafür war der Einsatz in Libyen. Aber ebenso sehr, wie wir mit der Entscheidung zum militärischen Eingreifen Schuld auf uns laden können, kann das auch gelten für die Entscheidung
nicht militärisch einzugreifen. Beim Völkermord in Ruanda 1994 ist es offenkundig geworden. Und wir haben zugeschaut. Heute sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es ein Fehler war, der Gewalt nicht militärisch entgegenzutreten. Es gab allerdings auch keine oder wenig Fernsehbilder von den Massakern. Spielt das eine Rolle? Und dennoch haben wir lange gebraucht, um diese Lektion im Kosovo anzuwenden und dort einzugreifen. Wir erinnern uns, Herr Füchs hat daran erinnert, ein grüner Außenminister wurde dafür auf dem eigenen Parteitag mit Farbbeuteln beworfen. Mancher fragt nun, und was war bei Libyen? Und was ist mit Syrien? Dort gibt es nun mehr als über 60.000 Tote und wir greifen auch nicht ein. Ich verstehe diese Frage und sie treibt auch mich um. Aber kein Konflikt ist vergleichbar mit dem anderen. Für die Frage nach Einsatz oder Nicht-Einsatz kann es keine Patentlösung geben. Es darf und wird nach meiner Auffassung nie einen Einsatzautomatismus geben. Es muss stets eine Abwägung im Einzelfall erfolgen. Das wird den besonderen Bedingungen jedes denkbaren Einsatzszenarios gerecht. Es entspricht auch dem Ernst einer solchen Entscheidung. Und es ist auch strategisch notwendig. Der Einsatz militärischer Mittel darf nie kalkulierbar sein. Deshalb will ich einige Maßstäbe für diese Entscheidung formulieren. Es geht nicht um eine Checkliste, sondern um Maßstäbe, die unser Denken ordnen können. Und wenn ich den Beschluss der Bundestagsfraktion für die Formulierung von Grundsätzen für die Prüfung militärischer Einsätze der Bundeswehr richtig lese, ist auch das ein solcher Versuch. Die Leitlinien im letzten Parteitagsbeschluss der Grünen zu Responsibility to Protect sind dazu ein Anfang. Erster Maßstab. Noch einfach. Sind die Bedingungen unserer Verfassung erfüllt? Das Grundgesetz macht den Einsatz deutscher Soldaten, abgesehen vom Notstand im Innern und stets unter der Maßgabe der Wahrung und Wiederherstellung des Friedens zu dienen, in drei unterschiedlichen Fällen möglich. Zur Landesverteidigung, zur Verteidigung im Bündnis und zur Wahrung des Friedens im Auftrag der Vereinten Nationen oder kollektiver Einrichtungen nach Artikel 24 Absatz 2. Ich glaube, das ist auch mittlerweile unstreitig. Zweiter Maßstab. Besteht eine völkerrechtliche Legitimation und unterstützt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag den Einsatz? Es ist das Ziel deutscher Sicherheitspolitik, den Einsatz militärischer Mittel möglichst immer durch ein Mandat des VN-Sicherheitsrats völkerrechtlich zu legitimieren. Deutschland bringt militärische Mittel in Abstimmung und wenn möglich gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern in der Welt zum Einsatz. So ist auch die Verfassungslage. Eine Ausnahme stellt die Befreiung deutscher Geiseln dar. Dort wird man wohl auch unilateral handeln können. Bei einem international beschlossenen Einsatz sind die deutschen Soldaten an das jeweilige Mandat der Organisation oder des Bündnisses gebunden, das die Operation durchführt. Hinzu tritt das erforderliche Mandat des Deutschen Bundestages, sofern die vom Bundesverfassungsgericht formulierte Einsatzschwelle erreicht ist. Das ist für die Soldaten sehr wichtig. Es ist deshalb unser Bemühen, für Einsätze der Bundeswehr, die mandatspflichtig sind, eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag zu schaffen. Oft gelingt es, nicht immer, aber meistens. Schon diese beiden ersten rechtlichen Maßstäbe anzuwenden, ist oft komplizierter, als es erscheint. Das Recht gibt aber nur den Rahmen. Das Recht kann nicht die politische Entscheidung und die politische Abwägung ersetzen, um die es im Schwerpunkt in den zwei folgenden Maßstäben geht. Dritter Maßstab. Ist der Einsatz, auch wenn er nach dem Grundgesetz möglich ist, auch wenn er völkerrechtlich legitimiert ist, ist er sicherheitspolitisch und oder humanitär geboten? Als Bundesregierung haben wir uns zu einer Außen- und Sicherheitspolitik verpflichtet, die wertegebunden und interessengeleitet ist. Wertegebunden bedeutet, unserem Handeln immer die Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugrunde zu legen. Soweit so unstreitig. Wenn es um Werte geht, sind immer alle dabei. Doch wir haben als gewählte Volksvertreter und als Bundesregierung auch, Herr Füchs hat es auch erwähnt, nationale Interessen zu vertreten.
Deshalb ist unsere Außenpolitik, wie jede Außenpolitik, immer auch interessengeleitet. Sie muss es sein. Nun sind aber immer Werte und Interessen nicht deckungsgleich. Das kennen wir ehrlich gesagt aus unserem täglichen Leben und das gilt erst recht für die Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben Interessen auch in Regionen der Welt, wo unsere Werte nicht so geachtet werden wie bei uns. Nicht alle Regierungen achten Menschenrechte so wie wir. Auf einem Fest können sie jedoch immer nur mit den Mädchen tanzen, die da sind. Das führt zu schwierigen Abwägungen. Weder dürfen sich allein Werte ohne Interessen, noch Interessen ohne Wertebezug vollständig durchsetzen. Außerdem muss es nicht immer zwingend um unmittelbare deutsche Interessen gehen. Die Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen müssen von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, auch dann, wenn eigene Interessen nicht unmittelbar berührt sind. Könnte sogar noch weitergehen. Wenn nur die Staaten robuste Beschlüsse des Sicherheitsrates umsetzen, die eigene Interessen in der Region haben, hätte ich Zweifel, ob das richtig ist. Wenn es die aber nicht oder nicht nur sein sollten, brauchen wir Staaten, die nicht unmittelbare Interessen in einer bestimmten Region haben. Das gilt im Besonderen für das Ihnen allen bekannte Konzept der Schutzverantwortung. Es wird sich noch zeigen, wie weit dieses Konzept in Krisen tatsächlich zum Tragen kommt. Das Konzept der Schutzverantwortung gibt dem Einsatz militärischer Mittel im Rahmen einer humanitären Intervention den notwendigen rechtlichen Rahmen. Es formuliert ein Recht zur Intervention, aber keine Pflicht zur Intervention oder zu einer Beteiligung an einer solchen Intervention. Wenn ich das sage, so sage ich, dass das umstritten ist. Es gibt viele, die sagen, dieses Instrument macht nur dann Sinn, wenn die Zustände so sind, dass wir das Konzept der Responsibility to Protect, wenn das ein Fall ist, wo das zur Anwendung findet, dann erfordert es dieses Konzept, dass wir auch es anwenden müssen. Und dann sind alle Staaten gefordert, sich in entsprechender Weise daran zu beteiligen. Vierter Maßstab. Ist ein Einsatz politisch klug? Und lassen ihn unsere Fähigkeiten überhaupt zu? Und das ist der schwierigste Punkt. Und der wird auch am meisten diskutiert. Auch wenn ein Einsatz rechtlich erlaubt, auch wenn ein Einsatz humanitär vielleicht erlaubt oder sogar geboten ist, müssen wir uns zusätzlich noch einige Fragen stellen. Ich nenne ein paar. Ist in der gegebenen Situation eine militärische Intervention grundsätzlich geeignet, mindestens langfristig mehr Positives als Negatives zu bewirken? Wir müssen die Erfolgsaussichten realistisch einschätzen. Das ist für mich eine wichtige Lektion aus dem Einsatz in Afghanistan. Es ist relativ leicht, einen Einsatz mit menschenrechtlichen Zielen zu beginnen. Aber es ist viel schwieriger, ihn mit dem gewünschten Ergebnis zu beenden. Wir müssen uns vor jeder Intervention fragen, können wir überhaupt helfen? Womit? Dann eine sehr wichtige Frage, helfen wir eigentlich den Richtigen? Sind diejenigen, die heute ein Regime stürzen, in Zukunft verlässliche Partner für uns? Und was, wenn nicht? Hängt die Hilfe für Menschen davon ab, wie wir die demokratische Zuverlässigkeit der Regierung oder der Opposition beurteilen? Und was, wenn beide für uns nicht zuverlässig sind? Wir müssen prüfen, wie ein militärischer Eingriff in der Einsatzregion akzeptiert wird. Für jeden Einsatz braucht man Partner vor Ort. Je weiter weg, umso mehr. Ein mögliches militärisches Vorgehen muss immer Teil eines gemeinsamen politischen Konzepts sein, dessen Tragfähigkeit über den gemeinsamen Streitkräfteeinsatz hinausreicht. Wir müssen die Folgen einer Beteiligung, aber auch einer Nichtbeteiligung für vitale bilaterale Beziehungen unseres Landes und für die internationalen Beziehungen insgesamt bedenken. Dazu gehört auch das Thema Bündnissolidarität. Wir sollten uns mit Verbündeten über ein mögliches militärisches Eingreifen abstimmen. Wer macht überhaupt mit? Finden sich genügend Verbündete für ein militärisches Vorgehen?
Ist es gut, wenn viele dabei sind? Oder ist es besser, wenn wenige dabei sind? Wir müssen prüfen, haben wir die notwendigen Fähigkeiten, militärisch, finanziell und personell? Das führt zu einer sehr schwierigen Frage. Es ist ziemlich leicht, sich mit Fähigkeiten auszustatten, die in denkbaren Regionen der Welt dazu führen, dass wir sagen, gerne würden wir mitmachen, nur leider haben wir dafür nicht das erforderliche Gerät. Leider können unsere Hubschrauber nicht im Sand landen und schon gar nicht bei Hitze. Umgekehrt, beschaffen wir aber Hubschrauber, die bei Hitze und Sand landen können, könnte man umgekehrt sagen, ihr bereitet euch ja geradezu darauf vor, in solche Einsätze in der ganzen Welt zu gehen. Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Weiter müssen wir fragen, sind wir mit unseren Einsätzen ausgelastet? Stehen Aufwand und möglicher Erfolg in einem angemessenen Verhältnis? Wie hoch ist der Preis? Wie hoch ist der Blutzoll? Wie hoch sind die finanziellen Kosten? Sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Diese Prüfpunkte, so nenne ich jetzt mal, innerhalb des vierten Maßstabes, ist ein Einsatz politisch klug und lassen ihn unsere Fähigkeiten überhaupt zu, haben nicht einmal einen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber sie geben einen Eindruck davon, welche Erwägungen einem Einsatz der Bundeswehr vorangehen müssen. Sie sind auch eine Hilfe dabei, die Einsätze der Bundeswehr öffentlich zu begründen oder abzulehnen. Diese Begründung sollte nicht zu pathetisch, sondern vor allem nachvollziehbar und vor allem dauerhaft belastbar sein. Ohne unseren eigenen Anspruch aufzugeben, müssen wir erkennen, wozu wir mit den eingesetzten Mitteln und Ressourcen in der Lage sind. Wir können Werte und Kompromisse in fremden Gesellschaften nicht erzwingen, sondern oft nur Impulse geben. Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern, die immer auch eigene Interessen verfolgen, ist kompliziert und nicht immer erfreulich. Moralische Eindeutigkeit ist in diesem Bereich eher nicht zu erwarten und eher die Ausnahme. Deshalb müssen die Entscheidungen wohl überlegt sein. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr ist ein zentrales Instrument deutscher Sicherheitspolitik, wie in anderen vergleichbaren Ländern auch. Ihr Aufgabenspektrum umfasst neben Landes- und Bündnisverteidigung heute längst auch Einsätze zur Krisenbewältigung und Konfliktverhütung. Der Dienst der Soldaten im Einsatz besteht aus Helfen, Schützen, Aufbauen und Kämpfen. Manchmal nur das eine, manchmal alles gleichzeitig und manchmal alles an einem Tag. Und jeder Einsatz ist anders. Die Rolle der Soldaten in den Einsätzen hat sich massiv verändert. Soldaten dienen heute dem Wiederaufbau staatlicher Strukturen zum Schutz der Menschen. Und darin sind wir erfolgreich. Dieser Erfolg und unsere Position als starkes Mitglied der internationalen Gemeinschaft werden dazu führen, dass Deutschland, ob wir wollen oder nicht, künftig häufig gefragt werden wird, zu helfen, auch mit militärischen Mitteln. Wir dürfen selbstbewusst ja und wir dürfen selbstbewusst nein sagen, ohne dass dies stets mit dem Argument eines deutschen Sonderweges bedacht wird, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das folgt aus der Normalisierung unserer Rolle als erwachsenes Land, wiedervereinigt in der Mitte Europas. Eine Zahl verdeutlicht, welche Diskussionen auf internationaler Ebene vor uns liegen. 80-90% der Soldaten für Missionen der Vereinten Nationen kommen aus Entwicklungsländern. 80-90% der Kosten zahlen aber die reichen Länder. Die einen stellen die Soldaten und die anderen zahlen die Rechnung. Ist das eine gerechte Verteilung der gemeinsamen Verantwortung für Sicherheit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die nächsten 20, 30 Jahre von denen, die Soldaten stellen, weiterhin so akzeptiert wird. Fast 7 Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges
gibt es wohl zu unseren Gunsten keine militärische Sonderrolle Deutschlands mehr. Deutschland ist für sein internationales Engagement sehr hoch angesehen. Nicht trotz der Einsätze der Bundeswehr, sondern oft gerade wegen ihrer Einsätze und wegen der Art, wie wir sie handhaben. Rund 5.800 Soldaten dienen aktuell in den verschiedenen Einsätzen. Ihr Dienst verdient große gesellschaftliche Wertschätzung. Diese hat sich gut entwickelt, besser als das oft von innen aus der Bundeswehr wahrgenommen wird. Dafür bin ich dankbar und dafür will ich auch weiter werben. Ich danke ausdrücklich der Grünen Bundestagsfraktion für ihren Beitrag in Form einer Anhörung zur Frage, wie die Einsatzrückkehrer oder Veteranen oder welchen Begriff man auch nimmt, im militärischen und im zivilen Bereich angemessen und besser als bisher gewürdigt werden können. Nachhaltige Politik braucht einen starken gesellschaftlichen Konsens. Dieser Konsens sollte in einem Land wie Deutschland auch die Bereitschaft für ein starkes internationales Engagement auf allen Feldern der Politik einschließen. Das fordern unsere Werte, das dient unseren Interessen und das entspricht unserer internationalen Verantwortung. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen also programmatischen Aufschlag. Wir beginnen jetzt mit kurzen Kommentaren, Repliken unserer beiden anderen Gäste auf dem Podium. Ich stelle sie hier kurz vor, Konstanze Stelzenmüller. Zu meiner Rechten, ich vermute den allermeisten von Ihnen, soweit Sie an sicherheitspolitischen Fragen interessiert sind, bekannt. Sie war Redakteurin für Sicherheitspolitik in der Zeit, bevor sie zum German Marshall Fund wechselte, einen der wichtigsten internationalen Thinktanks, Stiftungen zu den Fragen, über die wir heute sprechen und zu vielen anderen, die das transatlantische Verhältnis berühren. Herzlich willkommen, Konstanze. Und Omid Nuripur, in vielen Bundestagsdebatten Gegenspieler des Ministers. Er ist verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Herzlich willkommen, Omid. Und damit gebe ich dir schon das Wort. Herzlichen Dank an Ralf Füchs und an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Idee und für die Umsetzung dieser Diskussion hier. Ich will beginnen mit der grünen Debatte. Die grüne Debatte ist langjährig bereits um Militäreinsätze an sich und sie hat uns schon das eine oder andere Mal an die Grenzen des Zerreißens gebracht. Das wissen hier auch viele. Die Antwort, die Beschlusslage, die Lehre, die wir aus all dem gezogen haben, ist erstens, die Anwendung militärischer Gewalt ist immer von Übel. Da gibt es auch keine Ausnahme. Zweitens aber gibt es manchmal Situationen, in denen die Unterlassung zu noch größerem Übel führt. Das will ich an den Anfang stellen, weil es wichtig ist, um die Ambivalenz auch der Diskussion nochmal zu unterstreichen. Und wir sagen natürlich, dass militärische Gewalt nur dann angewendet werden darf, wenn es alles andere bereits, was probiert werden kann, probiert worden ist, also als Ultima Ratio. Das ist im Übrigen eines auch der Kriterien, die für uns von zentraler Bedeutung sind. Die Frage aber, was das eigentlich militärische Gewalt anwenden kann,
bringen kann, ist eine, die bei uns, und ich glaube, da gibt es auch gar keinen Dissens mit allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht dazu führt zu sagen, militärische Gewalt kann keine Konflikte lösen, sondern immer nur Zeitfenster schaffen, durch die andere müssen. Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit, politische Prozesse, Aussöhnungsprozesse, die dann erst stattfinden. Und dafür braucht man einen ressortübergreifenden Ansatz. Ja, ich bin 100% einverstanden damit, dass wir einen erweiterten Sicherheitsbegriff brauchen. Ich sehe das aber in der praktischen Politik dieser Bundesregierung nicht. Das beginnt schon damit, dass bei einem Einsatz wie in Mali die letzten Monate eigentlich Außenminister, Verteidigungsminister und Bundeskanzlerin relativ parallel voneinander völlig verschiedene Dinge von sich geben. Bis hin, dass wenn die verteidigungspolitischen Richtlinien neu formuliert werden von Ihnen, Herr Verteidigungsminister, zu Recht neu formuliert werden, das einfach ein Erlass ist. Es gab Zeiten, in denen die verteidigungspolitischen Richtlinien im Kabinett diskutiert und verabschiedet worden sind, damit einfach ressortübergreifend auch Gültigkeit für sie existiert. Das ist nicht mehr so. Ich habe nicht den Eindruck, dass die ressortübergreifende Zusammenarbeit in den letzten Jahren verbessert worden ist. Die Erkenntnis, dass das notwendig ist, ist sicher gewachsen, aber die Praxis geht einen anderen Weg. Aber ich würde gerne kurz zwei Schritte zurückgehen und zum Sicherheitsbegriff an sich eine Frage stellen. Denn zur Sicherheit gehört immer wieder auch die Frage der Stabilität. Und ich habe einen fundamentalen Dissens zum Stabilitätsbegriff dieser Bundesregierung. Das ist immer wieder so, und Sie haben den Kern der Auseinandersetzung auch selber angesprochen, immer wieder so, dass ein Dissens konstruiert wird oder formuliert wird zwischen Werten und Interessen. Sie haben es gerade selber gesagt, ich muss das nicht wiederholen. Ich glaube, dass die Zielsetzung jedes Rechtsstaates ist, dass in allen Politikfeldern Werte und Interessen so weit wie möglich gemeinsam sind und beieinander liegen und nicht auseinanderfallen. Wenn ein Innenminister sagen würde, Werte und Interessen liegen nun mal auseinander, dann kommt sofort die Frage, heißt es etwa, dass in einer Verhörsituation es erlaubt sein kann, dass man auch mal Folter angewandt wird, weil es ja ein Interesse ist, dass wir möglicherweise Informationen rausbekommen, die jemanden retten. Das ist quasi dieselbe Logik und das wird, aus meiner Sicht dieselbe Logik, die dazu führt, dass man dann sagt, es gibt ein wunderschönes Interview von Volker Kauder zum selben Thema, in dem er sagt, ja, die Saudis sind auch Antisemiten, ja, das sind keine Demokraten, aber wir müssen denen Panzer geben, weil sie schützen nämlich Israel davor, dass die Iraner die ins Wasser schmeißen, ins Wasser treiben. Es gibt einen schönen Begriff von Jörg Lau, ehemaliger Kollege von Konstanze Stelzenmüller bei der Zeit, der mal geschrieben hat, die beiden großen Kriege des Westens in den letzten Jahrzehnten waren Ergebnisse einer Balancierungsfantasie. Also wir gaben den Taliban Waffen, damit sie den Feind bekämpfen. Wir haben den Feind unseres Feindes unterstützt. Wir haben Irak aufgerüstet gegen unseren Feind Iran und am Ende haben wir sie selber bekämpfen müssen. Ich glaube, dass dieser Fehler in radikaler Art und Weise gerade wieder gemacht wird mit den Golfstaaten, allen voran mit Katar und mit Saudi-Arabien. Und wenn wir Mali jetzt heute diskutieren, dann wird es besonders abenteuerlich, wenn man vor Ort genau nachfragt, wer sind denn eigentlich die Finanziers der Dschihadisten? Das ist eine gängige Standardantwort aller. Ja, wir wissen, dass die Kataris denen Geld geben. Wir geben also denjenigen Geld, die Finanziers der Terroristen sind, die wir jetzt in Mali selber bekämpfen wollen. Das kriege ich nicht in mein Gehirn. Das hat auch für mich mit Stabilität überhaupt nichts zu tun. Genauso auch die Frage, wir haben die Diskussion immer wieder gehabt, auch die Bundeskanzlerin hat sich bekannt zum arabischen Frühling, hat gesagt, wir müssen die Menschen auf den Straßen auch unterstützen. Wenn man sich anschaut, welche Konfiguration von Leopard-Panzern nun bestellt worden ist und gekauft werden soll, wenn man bedenkt, dass der Golfkooperationsrat allen voran durch Saudi-Arabien auf den Straßen der bahrainischen Hauptstadt Manama die anfangs friedliche Bewegung der Menschen platt gemacht hat, dann wird hier Stabilität mit Friedhofsruhe verwechselt und das ist etwas, was ich einfach nicht hinnehmen kann. Und ich kann nur sagen, dass das ein kurzfristiger Stabilitätsbegriff ist. Stabilität gibt es nur, wenn auf der langen Sicht die Menschen zufrieden sind. Und das, was Sie als Interesse jetzt formulieren, zum Beispiel im Falle von Saudi-Arabien, ist aus meiner Sicht nicht das Interesse der Bundesrepublik, sondern einfach nur sehr kurz gegriffen und wird sich heftig rächen. Bei der Frage der restlichen Instrumente, die man ergreifen muss, also jenseits des Militärs, vor allem vor dem militärischen, ist natürlich die Frage, die als erstes kommen muss, zivile Krisenprävention. Es gibt einen Aktionsplan dieser Bundesregierung. Wenn man sich aber anschaut, wie das in den Institutionen, wenn man sich anschaut, wie das in den Gremien sich wieder abbildet, wie zentral das behandelt wird, dann muss man feststellen, dass das relativ stief
Ja, es ist stiefmütterlich. Was Sie selbst gesagt haben, gerade zum Thema Blauhelme ganz am Ende, da bin ich 100% bei Ihnen. Wir haben gerade bei uns in der Diskussion, die Diskussion um die Einsätze, die jetzt diese Woche ja durch den Bundestag sollen für Mali, also Ausbildungsmission und Unterstützungsmission. Und einer der Gründe für mich persönlich auch zu sagen, es gibt ein paar Restfragen, aber unter dem Strich glaube ich, dass es Sinn macht, dort auch zuzustimmen, ist die Perspektive, dass diese Missionen relativ bald umgewandelt werden können in UN-Missionen. Also es ist schon was Besonderes und eine Zäsur, wenn man sich vorstellt, dass wir demnächst Bundeswehrsoldaten wirkliche Blauhelme als Blauhelme irgendwo da draußen haben könnten. Das ist etwas, was erfreulich wäre. Aber die Frage, wie UN-fähig ist eigentlich die Bundeswehr, ist eine, die ich in den letzten Jahren nicht erlebt habe. Wir haben jetzt die x-te Reform hinter uns oder sind mittendrin oder werden wir ja noch sehen, ob die nächste noch kommt. Aber die Frage ist, es ist immer die Frage gestellt worden, Europafähigkeit zu Recht, es ist immer die Frage gestellt worden, NATO-Fähigkeit, aber die Frage UN-Fähigkeit, inwieweit gibt es denn eine kontinuierliche Ausbildung von Offizieren zum Beispiel, damit sie in UN-Stäben mitarbeiten können, das ist eine Frage, die mir bisher viel zu kurz gekommen ist. Sie haben einige, ich weiß nicht mehr, wie Sie, also wir nennen es Prüfkriterien, Sie haben es Prüfpunkte, glaube ich, genannt, Maßstäbe genannt. Ja. Bin sehr einverstanden, dass man das grundsätzlich diskutieren soll. Schade, dass unser Antrag keine Mehrheit gefunden hat. Aber eines will ich auch noch mal dazu hinzufügen, was für mich zentral ist. Nämlich, was ist denn das Ziel? Wir haben in der deutschen Gesellschaft, nicht nur in der deutschen, in den westlichen Demokratien auch ein großes Problem mit der Akzeptanz des Einsatzes in Afghanistan, weil die Zielsetzung der letzten 10 Jahre oder 12 Jahre doch eher mobil war. Und das ist ja in Kabul mit den Händen zu greifen. Man geht ins Hauptquartier von ISAF. 2009 sagten mir die Leute, ja, this is about victory. 2010 sagten sie, this is about progress, Fortschritt. Jetzt sagen sie, success, Erfolg. Jetzt ist es progress, Fortschritt. Also es wird permanent abgespeckt. Ich bin sicher, in wenigen Jahren ist das Ziel nur noch Exit und nichts anderes. Aber die Frage, was ist das Ziel, das wir erreichen wollen, damit wir den Einsatz danach beenden, ist eine Frage, die zentral ist, gerade auch für die Vermittlung des Einsatzes, was viel zu wenig formuliert wird. Das muss ein realistisches Ziel sein, selbstverständlich, aber das muss auch eines sein, auf das man wenige Jahre danach auch nochmal zurückblicken kann, um das zu bewerten. Dafür aber bräuchte man eine Evaluation dessen, was bisher passiert ist. Winfried Nachtwey sitzt hier, das ist eine seiner Lieblingskassetten, wenn ich jetzt so sagen darf, seit Jahren. Wir brauchen eine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Afghanistan-Einsatzes. Folgt nicht. Das ist wahnsinnig bedauerlich. Ich weiß, dass eine solche Evaluation dazu führen würde, auch zu sagen, Rot-Grün hat dies, jenes und noch Folgendes völlig falsch gemacht. Aber es geht in dem Fall wirklich nicht darum, dass man die Parteien gegeneinander setzt, sondern es geht darum, was lernen wir denn eigentlich daraus? Was lernen wir denn aus Afghanistan, damit wir das jetzt auch anwenden können, damit wir bestimmte Fehler jetzt auch nicht mehr machen, zum Beispiel im Falle von Mali. Ich würde gerne noch 2 einzelne Punkte, wenn ich die Zeit dafür noch habe, sagen. Zwei Unterpunkte. Das ist die Frage, welche Armee wollen wir denn eigentlich? Und da gibt es 2 Dimensionen, über die wir uns unterhalten. Die eine Dimension ist, was gerade nach der Wehrpflicht, welche Soldatinnen und Soldaten wollen wir denn eigentlich bekommen? Das ist eine absolut wichtige Frage. Wir haben in unserer Nachbarschaft so manche Länder, die da ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben nach der Abschaffung der Wehrpflicht. Ich glaube, dass eine der zentralen Punkte, wenn man nicht will, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, wenn man nicht will, dass man nur junge Männer kriegt, die sonst keine Perspektiven haben, dass es zentral ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorangetrieben wird. Das ist eine absolut zentrale Frage, damit man wirklich auch in der Breite viele Menschen kriegen kann, die tatsächlich die Armee, die Bundeswehr in die Lage versetzen, die Breite der Gesellschaft zu repräsentieren. Und das Letzte ist die europäische Perspektive. Das sage ich jetzt zwar am Ende dabei, das ist einer der zentralsten Punkte von allem. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie in München gesagt, wir sollten nicht eine europäische Armee anstreben, weil das ja die Leute überfordern würde, sage ich jetzt mal. Wenn das falsch war, müssen Sie mich korrigieren. Ein bisschen veräubernd.
Ich habe es vergröbert, habe ich gern gemacht, aber ich glaube, dass das erstens eine falsche Argumentation ist, weil wenn ich etwas haben will, dann muss ich dafür rausgehen und dafür auch argumentieren. Zweitens aber, allein schon abrüstungstechnisch ist es so, dass man in Europa 1 Million Soldaten einsparen könnte. Vom Geld brauche ich gar nicht zu sprechen, wenn man dahin käme, eine europäische Armee zu haben. Zugegebenermaßen braucht man vorher eine europäische Außenpolitik, davon sind wir noch relativ weit entfernt. Aber es wäre schön, wenn wir damit anfangen könnten, die vielen nationalen Reformen, die es in Europa gibt, auf nationaler Ebene, die halbwegs aufeinander abzustimmen, damit man besser Fähigkeiten miteinander teilen kann. Das beginnt damit, dass wenn die Deutschen Einsatzgruppenversorger kaufen, das sind so Lagerschiffe, die gut gepanzert sind, dass man auch schauen kann, was die Dänen haben und endet damit, dass die Tschechen und die Deutschen zum Beispiel ABC-Fähigkeiten, also Schutz vor atomaren, biologischen, chemischen Waffen haben, die nicht andere Länder in der Qualität haben, aber auch nicht haben müssten, wenn man miteinander redet. Vielen Dank. Auf den Punkt. Konstanze Stelzenmüller, bitte. Diese Dinger gehen von selber an? Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, hier mitdebattieren zu dürfen. Ich finde das eine sehr spannende Diskussion und ich habe dem Minister gerne zugehört, wie schon öfters. Und ich habe auch zur Vorbereitung noch einige Ihrer Reden nochmal nachgelesen. Also zwei Dinge bei zwei Punkten muss ich doch, wenn ich darf, protestieren. Einmal Ruanda. Da kenne ich mich zufällig deshalb aus, weil das meine erste Geschichte war oder mein erstes Thema bei der Zeit. Das fing am 6. April 94 an. Ich glaube, um den 17. rum, es war ein Wochenende, kam CNN nach Kigali. Danach gab es alle Bilder, die zu haben waren. Wir wussten sehr genau, was da passierte. Aber Ruanda ist, wenn man es sich genauer anschaut, gerade nicht der Fall eines eindeutigen Konfliktes gewesen damals. Es ist auch im Rückblick nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Opfer dieses mörderischen Genozids, in dem 800.000 Menschen in nur 6 Wochen umgebracht wurden, gleichzeitig auch einen Bürgerkrieg gegen die Regierung führten und den dann gewonnen haben. Das hat die Sicht der Dinge etwas kompliziert. Mein zweiter Punkt. Also Herr Leminski, wenn der Minister nochmal sagt, es gäbe keine Weltordnung, dann müssen Sie Widerstand leisten. Denn dann machen Sie mit Bausch und Bogen nicht nur einen Strich durch die Vereinten Nationen und ihre Unterordnung, sämtliche Regionalordnungen und die NATO und die EU, sondern auch durch das gesamte Völkerrecht. Ich finde, also das ist mir dann doch zu viel. Aber das haben Sie auch sicherlich nicht so gemeint, ich weiß. So, nun zum Eigentlichen. Ich muss das gestehen, Ihre Reden mit einiger Faszination, weil ich das Gefühl habe, es hat sich so etwas wie ein de Maizière-Sound etabliert, der sehr differenziert ist und auch sehr zielstrebig ist, der mir auch durchaus sympathisch ist. Er ist sympathisch, weil er es fertigbringt, Selbstbewusstsein, gelegentlich auch eine gewisse Forschheit, mit Bescheidenheit zu verbinden. Und weil er doch sehr deutlich dem Politischen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wieder sein Recht gibt, wo früher immer nur der Sachzwang und der Bündniszwang walteten. Das finde ich sympathisch, weil das sozusagen eben auch dem voluntaristischen Charakter solcher Entscheidungen sein Recht zurückgibt. Das ist auch, glaube ich, wie soll ich sagen, einer souveränen Nation, die wir nun mal seit über 20 Jahren sind, nur würdig. Es ist sogar das Einzige, was unserer würdig ist. Ich finde es auch sympathisch, dass Sie immer wieder das Zivil-Militärische betonen, dass Sie die Bedürfnisse der Soldaten betonen und auch die Bedürfnisse der Soldaten nach Anerkennung und nicht nur der Soldaten, sondern auch der zivilen Einsatzhelfer. Alles bestens. Wo habe ich ein Problem? Das verorte ich an ganz ähnlichen Stellen wie Omid Nuripur, aber ich würde es nochmal anders formulieren. Immer wenn Sie sozusagen in die Zielgerade einlaufen von wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, warte ich auf den Satz, was folgt jetzt dann daraus ganz konkret? Und meistens biegen Sie dann wieder um eine andere Ecke. Wir sagen, am Ende schicken wir dann doch nur 2 fliegende Zinkbadewannen nach Mali. Und das sage ich jetzt, also ich möchte hier keinen Transall-Piloten beleidigen. Ich liebe die Transall, ich bin viel mit ihr geflogen in Afrika. Aber es ist sozusagen als Übernahme von Verantwortung im Konkreten nicht besonders eindrucksvoll. Es ist auch ehrlich gesagt mir nicht klar, worin der größere politische Kontext besteht. Also wenn es nicht schon das Versenden von Zinkbadewannen ist oder sagen wir mal 3 oder 4 statt nur 2,
Was machen wir dann sonst, um mit den Franzosen und hoffentlich doch anderen Europäern gemeinsam sozusagen zu überlegen, was, wie diese doch sehr prekäre, sehr gefährliche Situation in Mali und in Nordafrika gestaltet werden kann. Das wird mir nicht so ganz ersichtlich. Das finde ich durchaus problematisch. Und damit komme ich auch schon zu meinem eigentlichen Punkt. Was ich bei dieser Bundesregierung vermisse, ist eine Verantwortung, die sich in einem Gestaltungswillen und Gestaltungsanspruch der internationalen Ordnung artikuliert. Ich sehe vor allen Dingen Reaktionen, ich sehe Zurückhaltung und ich sehe ein, sagen wir mal, geschmeidiges Ausweichen im Konkreten. Das finde ich ein Problem. Ich sehe das und ich glaube, in Mali wird uns das noch erreichen. Es wird uns auch in Syrien noch erreichen. In Syrien scheint es ja gerade wieder sozusagen so die internationale Diskussionslage ein wenig zu kippen, wenn ich das richtig sehe. Es gibt ein erneutes Nachdenken über die Möglichkeiten internationaler Einsätze, was monatelang ausgeschlossen wurde, sicherlich auch mit guten Gründen. Also ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass irgendjemand mal kommt und sagt, Herr Minister, Sie reden immer von Verantwortung, was heißt das jetzt? Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf diese Frage direkt zu antworten, Herr de Maizière, und auf eine Reihe weiterer, die von unseren beiden Diskutanten hier aufgeworfen worden sind. Ich würde das von mir aus gerne noch mal kurz rekapitulieren, was so sich für mich herauskristallisiert hat an möglichen Kontroversen. Die sehr grundsätzliche Frage, was folgt eigentlich aus diesem Postulat einer größeren internationalen Verantwortung der Bundesrepublik? Die zergliedert sich ja dann in sagen konkrete strategische Fragestellungen, zum Beispiel, was folgt daraus im Hinblick auf Rüstungsexporte? Rüstungsgüter sind ja nun keine ganz normale Handelsware. Insofern ist Rüstungsexportpolitik zu Recht ja nicht einfach Gegenstand von Handelspolitik. Es gibt einen Bundessicherheitsrat. Das heißt, es wird immer die Frage gestellt, wie verhält sich das zu den außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik und welche sicherheitspolitischen Implikationen haben Rüstungsexporte? Und ich finde, Sie sollten dazu noch mal etwas Deutliches sagen mit Blick auf Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Aber die Frage nach den beweglichen Zielen unserer militärischen Auslandseinsätze. Ich habe ja am Anfang angedeutet, einen Ernüchterungsprozess im Hinblick auf die Möglichkeiten, mit militärischen Interventionen Staatsaufbau und Demokratieförderung zu betreiben. Die Amerikaner haben das ja noch mal in viel furchtbarerer Weise im Irak erlebt, wie komplett das nach hinten losgegangen ist, diese Intervention. Die Frage nach Europa, das fand ich interessant, dass Sie in Ihrem Eingangsvortrag dazu allenfalls ganz am Rande Stellung genommen haben. Ist es sowohl mit unseren Werten wie mit unseren Interessen übereinstimmend, dass wir von einer nationalen Sicherheitspolitik zu einer europäischen kommen? Und was heißt das ganz konkret auch für Rüstungspolitik, für Sharing und Pooling, also das Bündeln militärischer Kapazitäten und die Perspektive einer europäischen Armee. Und was ich noch vermisst habe, ist das Stichwort Abrüstungspolitik. Wenn man von internationaler Verantwortung spricht, nicht nur im Hinblick auf die konventionellen Felder oder die traditionellen Felder von Rüstungskontrolle und Abrüstung, also konventionelle und atomare Rüstung, sondern auch mit Blick auf die neuen Hightech-Waffen, die gegenwärtig Furore machen. Und das hört ja bei Drohnen
nicht auf automatisierte Waffensysteme, die ganz neue, auch ethische Fragen stellen. Ich finde, da sollte die Bundesregierung, die Bundesrepublik eine sehr viel offensivere internationale Rolle spielen, um diese Waffensysteme völkerrechtlich einzuhegen. So, dann gibt es hier viele Stichpunkte. Herr Füchs hat nochmal zwei, drei neue genannt. Ich bin jetzt außerstande, in angemessener Zeit alle Punkte abzuarbeiten. Deswegen beschränke ich mich auf ein paar. Und wenn dann von denen, die Herr Nürrupo oder Frau Stelzmüller genannt hat, ich das jetzt aus Zeitgründen missachtet habe, besteht ja Gelegenheit, wenn wir ins Publikum gehen, das nochmal aufzugreifen. Ich muss natürlich eine kritische Punkt zurückgeben, Herr Nürrupo. Sie haben von der grünen Debatte gesprochen. Und ich will gerne zugestehen, dass die Grünen sich mit der Debatte wahrscheinlich schwerer getan haben als viele andere Parteien, weil sie auch sozusagen von einer ganzen anderen Sozialisation kommen. Sie haben nur so getan, als wäre diese grüne Debatte abgeschlossen. Ich stelle nur fest, beim Abstimmungsverhalten zum Mandat im Deutschen Bundestag gibt es eine einzige Fraktion, die am meisten immer disparat abstimmt. Das sind die Grünen. Und ich kann Ihnen nur den Rat geben, wenn Sie irgendwie mal regieren wollen, und das wollen Sie ja vielleicht ab September, da müssten Sie irgendwie vorher sagen, dass Sie bereit und imstande und in der Lage sind, zu solchen Fragen mal immer zwei, drei Abweichungen, abweichende Stimmverhalten von Abgeordneten kann immer mal sein, aber im Prinzip mal eine Meinung zu haben und die auch vielleicht über Enthaltung mal rausgeht. Ich kritisiere jetzt ein bisschen den Falschen, weil ich weiß, wie Sie abstimmen, aber insgesamt ist die grüne Debatte sozusagen die Parteibeschlüsse, es liest sich alles so ganz ordentlich, aber im Verhalten sehe ich ein widersprüchliches Abstimmungsverhalten. Zur Frage der realistischen Ziele, das haben Sie angesprochen und Herr Füchs, dem stimme ich ausdrücklich zu. Das Verteufelte ist, ich habe es in meiner Rede angedeutet, das Menschenrechtliche ist das sozusagen leicht mobilisierende Ziel. Und Frau Rice hat dafür ein lebhaftes Beispiel in Fachen Benghazi in Libyen geboten. Nur es ist ja immer am schwierigsten umzusetzen, je weiter die Probleme in der Welt weg sind. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, und ich habe das auch nochmal bewusst letzte Woche rund um das Thema Mali nochmal gemacht, dass wir zu realistischen Zielen von Beginn an kommen und sagen, wir können nicht viel erreichen, aber das und das können wir erreichen. Und nicht uns zu viele Ziele vornehmen, wohinter die Enttäuschung groß ist und wegen der größeren Enttäuschung auch ein vernünftiger Einsatz, wenn er ein realistischeres Ziel gehabt hätte, im Nachhinein diskreditiert wird. Dem kann ich ausdrücklich zustimmen. Ich will etwas und muss, glaube ich, etwas sagen zum Thema Stabilität, Friedhofsruhe, Werte und Interessen. Wahr ist, dass, nehmen wir mal den Fall Ägypten und Mubarak, dass wir seine scheinbare Stabilität und sein Verhalten gegenüber Israel mit Stabilität verwechselt haben. Ich will allerdings ganz schüchtern sagen, dass die jetzige Bundesregierung nicht die einzigen auf der Welt waren, die sich so verhalten haben. Und es würde mir, glaube ich, spielend leicht einfallen, Zitate von Gerhard Schröder und Joschka Fischer über die großartigen Fähigkeiten von Herrn Mubarak rauszusuchen und zu finden. Das sage ich jetzt ohne Vorwurf. Sondern natürlich sagen wir, ich hoffe jedenfalls in diesem Raum, dass es eine wirkliche, dauerhafte Stabilität nur mit Freiheit gibt, was vielleicht Freiheit und Menschenrechten, vielleicht nicht unbedingt wie wir sie sehen, aber jedenfalls ein Mindestmaß von Menschenrechten. Das ist wohl wahr. Aber was passiert in der Zwischenzeit? Und da muss man eben auch handeln oder gegebenenfalls handeln, ohne dass ganz klar ist, wo Stabilität durch Menschenrechte sind. Ich will Ihnen das am Beispiel von Mali kurz sagen. Mali hatte eine ordentliche demokratische Entwicklung. Sie kennen sich in Mali besser aus als ich, aber ich versuche es mal so zu sagen. Dann gab es Probleme
und die Regierung ist weggeputscht worden. Wir haben daraufhin unsere 4, 5, 6 militärischen Beratsätze gezogen, viele andere auch. Wir haben die Entwicklungshilfe eingestellt. Dann tauchten die Terroristen im Norden auf. ECOWAS hatte diese Regierung nicht anerkannt. Ausgeschlossen ist ECOWAS oder war kurz davor. Dann tauchten die Terroristen im Norden auf und plötzlich haben alle gesagt, naja, so schön ist das mit dieser Regierung nicht, aber mit der müssen wir wohl irgendwie zusammenarbeiten. ECOWAS hat sie wieder aufgenommen. Die UNO hat gesagt, die sollen jetzt mal also als Mindeststandard, die sollen jetzt mal eine Roadmap für demokratische Entwicklung vorlegen. Die war in einer Woche aufgeschrieben. Roadmaps kann man viele aufschreiben in der Welt. Und jetzt arbeiten wir mit dieser Regierung zusammen, die sich vielleicht auch etwas besser schlägt, als wir das irgendwie gedacht haben. Aber dass das eine Regierung ist, der wir gerne helfen würden durch Einsatzsoldaten, das kann nun wirklich niemand behaupten. Und stabil sind die auch nicht. Was heißt das also? Das heißt, auch der Stabilitätsbegriff ist immer abzuwägen, was das in der jeweiligen Situation heißt. Den Punkt, Frau Stelzenmüller, Gestaltungsanspruch und internationale Verantwortung, was heißt das denn? Sozusagen, ich mache da einen großen Aufschlag und dann komme ich um die Kurve, biege ich wieder ab. Na, ich habe das schon verstanden, ich wollte darauf antworten. Sehen Sie, wir sind mit knapp 6.000 Soldaten im Einsatz. Wir haben einen bestimmten Schwerpunkt, der heißt Afghanistan. Ich glaube auch, dass man das vernünftig zu Ende und gegebenenfalls weiterentwickeln muss. Wir haben, wenn Sie nur die Zahlen nehmen, die dreifache Anzahl von Soldaten in internationalen Einsätzen als Frankreich. Frankreich hat allerdings das 3- bis 4-fache in bilateralen Einsätzen. Wir haben die Hauptlast im Norden, im Afghanistan. Wir tragen eine große Verantwortung im Kosovo. Und es ist richtig, ich halte es für richtig, dass wir das gut und vernünftig machen. Wir haben sehr schnell Patriot gemacht. Nun ist es so, dass wir Patriot haben und die Niederlande und die Amerikaner, Frankreich nicht. Das sage ich auch ohne jeden Vorwurf. Wir sind eben auch da mit gewissen Kräften gebunden. Und die EU hat von Anfang an gesagt, es gibt keinen Kampfeinsatz in Mali und wir haben die Position unterstützt. Und die 2 Transall, von denen Sie gesprochen haben, habe ich ohne Mandat dahingeschickt, mit einem gewissen Konflikt mit den Grünen und der SPD, ob das Mandat wichtig war oder nicht. Wir nehmen das jetzt ins neue Mandat auf. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Sie in den ersten Tagen gar nicht viel zu transportieren hatten. Weil nämlich die Organisation ECOWAS-Truppen nach Mali zu bringen, erstmal in Gang kommen muss. Und aus Show da Flugzeuge hinzuschicken, das ist nicht mein Politikverständnis. Inzwischen sind die beiden deutschen Transall, also 3 minus 1, damit immer 2 verfügbar sind, mit Belgien zusammen, die meisten Flüge überhaupt gemacht haben, in dem ganzen Mali-Einsatz. Das teilen wir dem Deutschen Bundestag auch jeweils mit. Und wenn Sie jetzt mal die nehmen und unsere Ausbildung, Unterstützung und Roll 2, sind wir in Mali der zweitgrößte Truppensteller. Und ich höre immer, es soll bitte noch mehr sein. Also irgendwie kann ich nicht recht einsehen, jedenfalls gegenüber dem, was wir tun, dass jetzt plötzlich sozusagen Bellizisten um die Ecke kommen und sagen, wir sollen bitte mehr tun. Wir tun vergleichbar mit Großbritannien, Frankreich und Italien ziemlich viel. Und das ist exakt die Liga, in die wir gehören. Jetzt zur Frage Exporte und dann noch zu Europa. Zur Frage der Exporte möchte ich gerne hier auch nochmal sagen. Für Rüstungsexporte innerhalb der Bundesregierung ist der Verteidigungsminister nicht federführend zuständig. Aus guten Gründen. Ich sage gleich was in der Sache, damit kein Missverständnis aufkommt. Ich bin seit 6 Jahren im Bundessicherheitsrat in 3 verschiedenen Funktionen. Aber der Verteidigungsminister hat erhebliche Interessenunterschiede mit der Rüstungsindustrie im eigenen Land.
Wir kämpfen um Qualität, wir kämpfen um Preise, wir kämpfen um Zuverlässigkeit, wir kämpfen um alles Mögliche. Und deswegen ist es richtig, dass die Federführung nicht bei dem Minister liegt, der die meisten Konflikte mit der Rüstungsindustrie im Inland hat, sondern bei einem anderen Mitglied der Bundesregierung, beim Bundeswirtschaftsminister. Interessant ist, dass ich am meisten danach gefragt werde und nicht der federführende Minister. Vielleicht gebe ich auch die meisten Antworten dazu anders als der federführende Wirtschaftsminister. Das mag auch sein. Ich will nur mal auf diesen Punkt hinweisen. Ich drücke mich auch nicht für der Verantwortung, aber es hat gute Gründe, dass ich nicht federführend bin. Jetzt zur Sache selbst. Und ich bin ein bisschen jetzt gehandicapt, weil aus guten Gründen, ich will jetzt nicht zu lange reden, wenn wir wollen, können wir das noch weiter vertiefen. Aus guten Gründen sind die Beratungen im Bundessicherheitsrat geheim, anders als die Exporte selbst. Ich bin seit 6 Jahren in diesem Bundessicherheitsrat. Ganz viele dieser Anfragen, die es dort gibt, Voranfragen und so weiter, haben eine lange Vorgeschichte. Und ich kann hier ohne Umschweife sagen, dass es in der Großen Koalition und zu dem Verhalten jetzt keine Veränderung der Rüstungsexportpolitik gegeben hat. Die Geheimhaltung hindert mich daran, mitzuteilen, welche Voranfragen die rot-grüne Bundesregierung positiv beantwortet hat. Ich will nur sagen, dass nach meinem Eindruck hier die restriktive Haltung nicht aufgegeben worden ist. Das gilt auch für Saudi-Arabien. Das gilt nicht für jedes Großgerät, was Saudi-Arabien angeht, um es gleich fair zu sagen, aber das gilt auch für Saudi-Arabien. Und deswegen finde ich sehr interessant, dass sich alle die aus Rot-Grün kritisch zu den Rüstungsexporten äußern, die nicht Mitglied im Bundessicherheitsrat waren und die anderen sich dazu nicht äußern. Ja, Frau Wiczorek, ja, okay. Da mache ich eine Ausnahme, aber ich will jetzt nicht über das Abstimmungsverhalten im Bundessicherheitsrat Auskunft geben. In der Tat stellt sich bei Saudi-Arabien oder anderen VAE-Staaten diese Stabilitätsfrage. Völlig klar. Und da ist die Einschätzung, wie man die Gefährlichkeit des Iran einschätzt und im Zusammenhang mit Israel von einer ziemlich ausschlaggebenden Bedeutung für die Abwägung. Und nicht die Einschätzung der menschenrechtlichen Lage in Saudi-Arabien, da sind wir nicht unterschiedlicher Meinung. Jetzt noch ein Wort zur EU und dann, glaube ich, habe ich die Hauptpunkte abgearbeitet und die anderen Fragen jetzt mal zurückgestellt im Blick auf die Diskussion. Zunächst sage ich jetzt mal als Verfassungsjurist, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöde, das Argument, aber zu meinem großen Erstaunen hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zum Maastricht-Vertrag völlig ungefragt eine haushohe Hürde für eine europäische Armee aufgestellt, indem sie gesagt, ja, zu meinem großen Bedauern, weil sie gesagt haben, sozusagen, die Frage von Sicherheit und Verteidigung ist nicht integrationsfähig, fast wörtlich. Dieser Punkt geht ziemlich unter in der Debatte. Ich muss nur einmal pflichtgemäß darauf hinweisen. Und da stellen wir mal, dieses Argument gilt nicht, weil wir ein neues Grundgesetz kriegen. Und im Zusammenhang mit Europa ist der Punkt neues Grundgesetz zu diesen Fragen ja nicht extrem abwegig. Ich wollte nur trotzdem auf dieses Argument nochmal hinweisen, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht sich nicht auf Artikel 23, 24 bezogen hat in dem Urteil, sondern auf Artikel 20, aufs Demokratieprinzip. Und das ist ziemlich unveränderbar im Blick auf den 79 Absatz 3. Also das sind hohe Hürden. So. Klammer zu. Zunächst will ich all denen sagen, die in militärischen Einsätzen zurückhaltend argumentieren, eine europäische Armee und auch Pooling und Sharing bedeutet, dass wir davon ganz großen Abschied nehmen müssen. Niemand ist in Europa so zurückhaltend wie wir. Muss man auch mal wissen. Das gilt erst recht übrigens für den Rüstungsexport, Herr Füchs. Das gilt erst recht für den Rüstungsexport. Bei mir kommt etwas anderes hinzu. Wir haben alles in einem gut funktionierende NATO. Wir haben, glaube ich, ein Interesse daran, dass die Vereinigten Staaten von Amerika europaorientiert bleiben.
Ich habe ein hohes Interesse daran, dass die Großbritannien an Europa interessiert bleibt. Wichtige Schritte innerhalb der Europäischen Union, zu einer europäischen, wirklichen Armee zu kommen, werden als erstes Großbritannien vergraulen und möglicherweise über den sicherheitspolitischen Bezug hinaus und gegebenenfalls auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Eine reine Doppelung von Strukturen halte ich auch nicht für sinnvoll. Und dann, und das war eigentlich mein Hauptpunkt in München, Frau Stelzmüller, zu sagen, lasst uns doch mal das, was wir an Pooling und Sharing und Smart Defense, übrigens einschließlich gemeinsamer Schiffstransporte, die wir längst mit Dänemark machen, lasst uns das doch mal irgendwie umsetzen. Und nicht jetzt von den Perspektiven einer europäischen Armee reden. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir mal eine europäische Tankerflotte machen für Luftbetankung? Ich habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass erstmal unser Fahrzeug mit dem Französischen nicht zertifiziert war. Das hat Gründe, lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Das würde bedeuten, wir würden mal 20, 30 europäische Flugzeuge haben, die europäische und NATO-Flugzeuge, Kampfflugzeuge betanken könnten. Das ist ein gewaltiger Weg und bedeutet nicht unerheblichen Verzicht auf Souveränität in den Ländern, die die Tankerflotte zur Verfügung stellen. Und da sage ich Ihnen, meine Erfahrung, ich bin jetzt erst 2 Jahre Verteidigungsminister, ist, dass im Blick auf Verzicht auf Souveränität Deutschland am breitesten ist, Souveränitätsverzicht zu üben. Und die Partner, die am meisten von europäischer Armee reden, am wenigsten bereit sind, Souveränitätsverzicht zu üben. Wenn das so ist, weiß ich nicht, warum ich jetzt eine europäische Armee fordern soll, von der ich weiß, dass sie ganz spät kommt. Sondern ich möchte lieber den Spatz in der Hand, indem wir das, was wir gemeinsam tun können, machen und nicht über die Taube auf dem Dach reden. Das ist sozusagen eine andere Prioritätenfolge, nicht unbedingt eine andere Zielfolge. Ich glaube, Drohnen und so weiter sollten wir vielleicht später nochmal machen, sonst rede ich jetzt einfach zu lang. Ich drücke mich, wie Sie wissen, vor der Debatte nicht. Aber erstmal will ich es dabei bewenden lassen. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne Obid Noropor und Constanze Stelzmüller die Möglichkeit zu einer wirklich ganz kurzen Replik. Nehmt den Punkt, von dem ihr euch am meisten herausgefordert fühlt, damit wir dann nochmal die Möglichkeit haben, zumindest eine kurze Runde mit dem Publikum zu machen. Nur ein? Na gut. Maximal zwei. Okay, dann. Wir verhandeln. Das grüne Abstimmungsverhalten zu ISAF, wenn Sie unsere Beschlusslage sich anschauen, dann steht in allen unseren Beschlüssen, wir gehen davon aus und wissen, dass ISAF weiterhin gebraucht wird. Die Grünen im Bundestag stimmen verschiedentlich ab, weil wir da drauf schauen und da gibt es Leute wie mich, die sagen, ich stimme über das ab, was ankommt in Afghanistan bei den Menschen und auch bei den Soldaten, die ich entsende. Andere, und da habe ich großen Respekt und Verständnis dafür, sagen, ich stimme über die Politik dieser Bundesregierung in der Afghanistan-Politik ab. Und das verstehe ich. Und da, wenn ich das so tun würde, könnte ich auch nicht zu einem Ja kommen. Wenn wir regieren, dann bestimmen wir hoffentlich die Politik der Bundesregierung selber. Damit erledigt sich das. Das Zweite ist die Frage, ich greife jetzt mal die Rüstungsexporte aus. Die Antwort war nicht schlecht, aber ziemlich bequem. Das werden wir ja sehen. Bei den Rüstungsexporten ist es so, ich gebe, glaube ich, keinen Dissens über die iranische Bedrohung gegenüber Israel. Meine Frage ist nur, was hilft es, wenn man Katar Boxer verkauft oder Katar Boxer gibt, was hilft es gegen die Bedrohung, die Israel erfährt gegenüber Iran? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, wenn Sie selbst sagen, das war für uns ausschlaggebend, um zu entscheiden, dann ist natürlich die Frage, wenn die Bedrohungslage Israels das Entscheidende ist, wieso ist dann der federführende Minister der Wirtschaftsminister? Das ist eine Frage, die dann natürlich dann aus unserer Sicht dann ans Auswärtige Amt gegeben werden muss. Aber nochmal, ich kriege das trotzdem nicht hin zu begreifen, wie da die Abwägung ist. Ich glaube, dass das, was an Interessen formuliert wird, einfach nur wahnsinnig kurzatmig gedacht ist. EU, zum Thema EU. Ich merke, die Frage der europäischen Armee überfordert auch andere hier. Deshalb komme ich jetzt noch ein Stückchen zurück zu Pooling und Sharing. Ich überlasse es dir gerne, aber
Wenn Sie sagen, wir müssen mehr arbeiten miteinander innerhalb der Europäischen Union, und zwar deutlich unterhalb der Schwelle einer europäischen Armee, dann verstehe ich zum Beispiel nicht, dass die Bundeskanzlerin sich auf die Kommandeurstagung hinstellt und sagt, weiterhin gilt das sogenannte Prinzip Breite vor Tiefe. Da muss man nicht nur bereit sein, Souveränität abzugeben, sondern auch Fähigkeiten, und das sehe ich überhaupt nicht. Okay, vielen Dank. Gut, also erstens, wenn man sagt, was folgt aus der Verantwortung, ist man noch lange keine Belizistin. Das möchte ich dann doch hier zurückweisen. Zweitens, okay, nur damit das mal... Besten Dank, damit wir das geklärt hätten. Mein zweiter Punkt geht nochmal zurück auf die Frage des Gestaltungsanspruchs und da insbesondere den Bezug auf NATO und EU. Ich habe Sie jetzt schon bei mehreren Reden also doch ein sehr vollmundiges Bekenntnis zur NATO abgeben hören und gleichzeitig die GSVP, sagen wir mal, mit also doch eher abfälligen Worten. Haben Sie die GSVP mit eher abfälligen Worten bedacht? GSVP, das gemeinsame Sicherheits- und Sicherheitspolitik der EU, Entschuldigung, Verzeihung, das ist eine Krankheit des Expertentums, die Akronyme. Also, das gefällt mir nicht, weil ich das für zu kurz gesprungen halte. Und ehrlich gesagt, dieses Abwatschen der europäischen Armee ist, das finde ich auch wohlfeil, weil das ist ein Abwatschen des Außenministers. Das ist hier nicht der Punkt. Der eigentliche Punkt ist doch der, dass eine sozusagen etwas weniger kommentierte Folge des amerikanischen sogenannten Pivots nach Asien ist die Einsicht in Amerika, dass die Supermacht zum ersten Mal in ihrer Nachkriegsgeschichte sich vor der Notwendigkeit sieht, nicht nur zu priorisieren, sondern auch das eine zu tun und das andere zu lassen. Also sprich, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Und die Nachricht an uns ist, liebe Europäer, ihr werdet in Europa und in eurer Nachbarschaft mehr tun müssen. Und zwar nicht so wie in Libyen, wo wir noch aus dem Hintergrund helfen, sondern notfalls und möglicherweise sogar öfter ohne uns. So, jetzt kann man natürlich sagen, die NATO ist ohnehin das Haus der GSVP mit einem Gästezimmer für die Amerikaner. Man könnte sagen, das ist eigentlich jetzt schon der Fall. Man muss auch sagen, nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan, selbst wenn Tränen noch dort bleiben, ist nicht evident, dass für die NATO noch so wahnsinnig viel zu tun ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, in welchem, und ich bin da nicht dogmatisch, ich habe da keine Entweder-Oder-Präferenz, weil ich glaube, dass das falsch wäre, aber wir müssen uns schon die Frage stellen, wie wir uns als Europäer aufstellen, um dieser neuen regionalen Sicherheitsverantwortung gerecht zu werden. Das meine ich mit Gestaltungsanspruch und Ordnungsanspruch. Da finde ich, kann die Bundesrepublik, wenn sie ihrer neu gewachsenen, also ihrer Größe, ihrer Stärke und ihrer neu gewachsenen Macht entsprechen will, noch erheblich mehr tun. Vielen Dank. Deswegen habe ich ja vorgeschlagen, zum Beispiel im Kosovo allmählich aus der NATO, aus dem NATO-Einsatz einen europäischen Einsatz zu machen. Gut. Es gibt jetzt schon die ersten Wortmeldungen. Ich bitte um Verständnis, dass wir wirklich nur eine Handvoll dran nehmen können mit Rücksicht auf die Zeit. Das ist vermutlich auch, wird nicht gerecht zugehen. Okay. Stefanie Haumer vom Deutschen Roten Kreuz. Ich habe zwei kurze Fragen. Zum einen haben Sie die Schutzverantwortung angesprochen. An wen? An den Herrn Minister. Zum einen haben Sie die Schutzverantwortung, die Responsibility to Protect, angesprochen und haben da von einem Recht zum militärischen Einsatz gesprochen, haben aber gleichzeitig auch andere Kriterien genannt. Mich würde interessieren, Ihre Meinung, sehen Sie die Schutzverantwortung oder das Konzept der Schutzverantwortung als etwas, was neben der UN-Charta ein eigenes Recht gibt? Oder sehen Sie schon weiterhin das Mandat durch den Sicherheitsrat als rechtliche Grundlage, als völkerrechtliche Grundlage? Die zweite Frage betrifft Waffenexporte. Es wird nächsten Monat in New York wieder eine diplomatische Konferenz zu einem internationalen Waffenhandelsvertrag geben. Ein Kriterium, was insbesondere der Rotkreuz-Rothalbmond-Bewegung besonders wichtig war, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der der Empfänger der Waffen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte einhält, ein wesentliches Kriterium ist bei der Frage, ob ein Waffentransfer autorisiert werden soll. Können Sie da sagen, welche Umstände konkret vor Ort gegeben sein muss, damit so eine Autorisierung des Waffentransfers möglicherweise versagt wird? Okay, danke. Vielen Dank. Auf der anderen Seite vom Gang, genau. Ja, Stellen Sie sich kurz vor. Ja, Metzger ist mein Name, ich bin Journalist. Ich habe auch eine Frage an den Minister. Die ganzen Länder, von denen wir reden, also Mali, Syrien, Libyen, Afghanistan, sind alles islamische Länder. Und es ist bekannt, es gibt ein transnationales Netzwerk namens Al-Qaida, das solche Interventionen nutzt, um eben zu sagen, der Westen bekämpft den Islam. Und meine Frage ist an Sie, ob Sie glauben, dass deutsche Beteiligung an solchen Interventionen eben zu einer Zunahme von
dschihadistischer Gewalt führen kann oder ja führen kann, und zwar nach innen, also in Deutschland. Und wenn das der Fall ist, Ihrer Meinung nach, was man dagegen tun kann? Danke. Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal kurz nach vorne und dann nochmal in den Saal. Hier, genau. Klaus Wittmann, Aspen-Institut, Brigadegeneral AD. Herr Minister, Sie haben überzeugend dargelegt, es gibt für nichts eine militärische Lösung, aber die politischen Lösungen bedürfen öfters auch einer militärischen Komponente. Und ich habe mich auch gefreut darüber, wie differenziert Sie die Prüfungsnotwendigkeit für militärische Einsätze dargelegt haben und dass es nicht die Militärs sind, die hier drängen. Und ich kann in aller Bescheidenheit sagen, in der Friedensdenkschrift des Rates der EKD, da stammt die Warnung, dass die Politik nicht aus Ratlosigkeit zum militärischen Instrument greifen sollte, aus meiner Feder. Jetzt möchte ich Sie vor diesem Hintergrund mal Folgendes fragen. In der FAZ begann eine Glosse kürzlich damit, dass Nonnenmacher schrieb, es gehört zu den Eigentümlichkeiten deutscher Außenpolitik, dass sie, wenn es ums Militärische geht, den Verbündeten immer als erstes verkündet, was ausgeschlossen ist. Entwertet das nicht die Beiträge, zu denen wir uns dann schrittweise doch durchringen? Schwächt es nicht die deutsche Position? Bekräftigt es nicht in den Augen mancher Verbündeter manche Vorurteile, die sie inzwischen über Deutschland entwickelt haben? Kurz, könnte man das alles nicht viel besser verkaufen und damit auch zur Überzeugung der Öffentlichkeit einiges beitragen? Vielen Dank. Bitte nach rechts, genau, Manfred Nachtwey. Winnie Nachtwey, bis 2009 für die Grünen im Bundestag. Auch wieder die Frage an den Minister, aber die beiden anderen Kollegen können sich ja dann hinterher einklinken. Ne? Sie haben sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Bundesrepublik wie die anderen Verbündeten wohl erheblich VN-geführte Missionen finanzieren, aber personell und was militärische Fähigkeiten angeht, dazu kaum beitragen, mit anderen Worten, diese äußerst stark vernachlässigen. Ich kann mich an keinen Verteidigungsminister seit 1994 erinnern, der das so deutlich, so kritisch bemerkt hätte. Darf ich, um Constanze Stelzenmüller zu folgen, jetzt Ihrem Vorschlag, kann ich daraus schließen, dass Sie schlichtweg für eine stärkere und erkennbare deutsche Beteiligung an VN-geführten Missionen sind. VN-geführte Missionen, um das klarzustellen, sind durch die Bank ausdrückliche Friedenssicherungsmissionen, auch wenn sie vielleicht robust, also eben mandatiert sind. Und das Zweite, es gibt eine besondere strategische Lücke, auch bei solchen Kriseneinsätzen, nämlich die polizeiliche Komponente. Und hier haben wir seit vielen Jahren enorme Probleme. Nicht mit der Güte der Beamten, die dahin geschickt werden. Die haben guten Ruf, gute Wirkung und der Bedarf ist also eigentlich enorm. Aber ich glaube, in der bundesdeutschen Politik, in den Ländern und beim Bund ist noch nicht angekommen, dass die Unterstützung von Polizeikomponenten bei ausdrücklichen Friedenseinsätzen wirklich ein strategischer, steigender Bedarf ist. Und wo sehen Sie da die Möglichkeiten, dass das also eben gestärkt wird? Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal in den rückwärtigen Teil des Saals. Noch einfach zwei, drei Wortmeldungen von da. Bitte. Ja, wir sammeln jetzt einfach und dann machen wir eine Schlussrunde hier. Notfalls assistieren wir. Gerrit Kurz, Global Public Policy Institute. Meine Frage geht auch an den Minister. Sie haben das Prinzip der Schutzverantwortung erwähnt, wie auch schon eine andere Frage darauf Bezug nahm. Und das größere Engagement, das in Zukunft notwendig werden würde, Deutschlands für UN-geführte Missionen, wie auch Herr Nachtwey gerade betonte. Was tut denn die Bundeswehr, um den Schutz der Zivilbevölkerung als Fähigkeit der Bundeswehr sicherzustellen? Wie bilden Sie Soldaten aus, um dieses Mandat, das sozusagen im Zentrum der Schutzverantwortung steht und damit auch von entsprechenden UN-Missionen, dass sie das auch durchführen können? Danke. Okay, vielen Dank. Jetzt weiter hinten. Wer will noch? Wer stellt noch eine Frage? Genau, die junge Dame da. Und, oh, ja. Entschuldigung. So. Sarah Brockmeier, auch vom Global Public Policy Institute. Sie haben auch, meine Frage geht auch an den Minister.
Sie haben selber gesagt, Sicherheitspolitik ist etwas, was ressortübergreifend behandelt werden muss. Allerdings ist in Deutschland, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, immer wieder stößt man auf das Problem, es gibt keine funktionierenden ressortübergreifenden Mechanismen in der Sicherheitspolitik und gerade in der Konfliktprävention ist es fast ein offenes Geheimnis, dass der Ressortkreis zivile Krisenprävention nicht wahnsinnig gut funktioniert. Und Sie sind ja gerade in der Position, Sie waren auch Kanzleramtminister, vielleicht könnten Sie uns sagen, was könnte denn institutionell verändert werden, um eine bessere ressortübergreifende Konfliktprävention und Sicherheitspolitik durchzuführen. Vielen Dank. Jetzt wirklich noch eine abschließende Wortmeldung gegenüber. Wir haben versprochen, dass wir hier um 10 Schluss machen und insofern müssen wir jetzt die Fragerunde beenden. Bitte sehr. Franz, interessierter Bürger. Die Frage geht, ja, suchen Sie sich's aus, an die Grünen oder an den Minister. Meine größte Sorge ist die atomare Bedrohung auf diesem Planeten. Danach kommt erst das Klima. Wir haben doch immer noch Kernwaffen in der Bundesrepublik, wenn ich recht informiert bin. Das heißt, für potenzielle Angriffe sind wir damit ein Ziel. Und der Verein wird ja immer größer, habe ich gehört. Nordkorea ist ja inzwischen auch drin. Meine Frage, könnten wir die loswerden, diese Kernwaffen in der Bundesrepublik? Vielen Dank. Also jetzt gibt es eine ganz schwierige Herausforderung für Herrn de Maizière. Ich erwarte jetzt nicht, in der Regel sind Fragen ja gleichzeitig politische Statements. Und insofern war das wichtig, dass diese Themen hier auf den Tisch oder in den Saal kamen. Also nehmen Sie das raus, was Sie besonders wichtig finden und dann kommen die anderen beiden nochmal zum Schluss. Mich beschäftigt sehr die erste Frage, wie ist das Verhältnis von Responsibility to Protect im Zusammenhang mit der UNO-Charta? Bin kein richtiger Völkerrechtler, da kein Kolleg halten, aber daraus stellt sich ja die politische Frage, die Sie wahrscheinlich gemeint haben. Was ist, wenn wir keinen UNO-Sicherheitsratsbeschluss kriegen mit dem geltenden Völkerrecht und gleichzeitig alle Voraussetzungen für Responsibility to Protect vorlegen? Was dann? Und da ist meine Antwort, ich habe deswegen ein kleines schamhaftes Wort möglichst eingefügt. Ja. Ihnen ist das aufgefallen. Wir sollten international agieren, möglichst immer mit Sicherheitsratsbeschluss. Ich kann mir aber auch Situationen vorstellen. Und ob Kosovo so war oder nicht, da haben wir geflüstert nebenbei, ist auch rechtlich ein bisschen umstritten. Aber der Einsatz im Kosovo jedenfalls, sagen wir mal so, ein ganz klares UNO-Mandat hatte er wahrscheinlich nicht. Und deswegen, also da ist ein Problem, würde immer versuchen, ein UNO-Mandat anzustreben, aber irgendwie, wenn es um wirklich allerschwerste Menschenrechtsverletzungen gibt und die von mir genannten übrigen Maßstäbe, wir können das und das ist sinnvoll und haben die Mittel und so weiter, wenn das erfüllt ist, glaube ich, kann man sich nicht von ein oder zwei Vetorechten im UNO-Sicherheitsrat komplett abhängig machen. Das ist die erste Antwort. Sehr schwierig. Die Folgen dessen, was ich sage, sagt Frau Stelzenwälder gleich, da müssen Sie auch liefern und nicht nur so Sprüche machen. Sie haben gesagt, ich biege vorher um die Ecke. Also der Satz hat schon Auswirkungen, den ich sage. Ich hoffe, ich komme nicht in diese Entscheidung, als Verteidigungsminister treffen zu müssen, aber es ist eine Antwort auf Ihre Frage. Dann ist gefragt worden, ob die deutsche Beteiligung an Einsätzen zu mehr Problemen im Innern führt. Und ich habe mir zum Ziel genommen, dass ich als ehemaliger Innenminister jetzt nicht Positionen des Innenministeriums kommentieren will. Das gehört sich eigentlich nicht so. Deswegen bin ich dann auch ein bisschen spröde bei dem, was Herr Nachtwey gesagt hat. Aber ich sage Ihnen mal ganz hart, wenn wir danach gingen, dann dürfen wir manche Sachen überhaupt nicht machen. Aus Angst davor, dass es irgendwelche Rückwirkungen auf uns haben könnte, bestimmte Dinge, die wir verantwortlich für richtig halten, nicht zu machen, das geht gar nicht. Das heißt jetzt nicht umgekehrt, dass uns das total egal sein muss. Aber dann werden wir ja abhängig davon, dann kriegen wir 3 Drohungen im Internet und dann lassen wir das plötzlich. Also wir sind sowieso internationale Zielscheibe des Terrorismus. Ob das jetzt mehr oder weniger wird, weiß ich gar nicht genau.
Aber selbst wenn es so wäre, würde ich meine Entscheidung davon nicht abhängig machen. Was Sie gesagt haben, Herr Wittmann, die Frage, wir reden schnell darüber, was nicht geht. Ich stimme Ihnen zu und ich habe mir deswegen auch, und das ist, Mali, da ist ein schönes Beispiel, ich habe es auch einmal dann in der Presse gesagt, ich möchte in Zukunft mehr darüber reden, was wir machen und nicht darüber reden, was wir nicht machen. Was nicht heißt, dass man alles, was man jetzt dann nicht sagt, auch bereit ist zu machen. Aber ich stimme Ihnen dazu. Herr Nacht war UN geführt und N mandatiert. Wir sind in UN-Mandaten, wie Sie wissen. Wir machen UNIFIL, wir machen UNMIS im Sudan und so weiter. Also ist es nicht. Unser Problem oder mein Problem ist nicht so sehr, dass, sonst hätte ich es ja auch nicht so vorgetragen, sondern wir haben halt erhebliche Skepsis bei der Qualität der Führung durch die Vereinten Nationen, wie Sie wissen. Das ist halt im Umgang, also professionell, der Führung und all dem, was NATO-Einsätze angeht, sehr, sehr schlecht. Jetzt müsste Ihre Antwort sein, dann sorgen Sie dafür, dass es besser wird. Und da ist was dran. Also in der Tat ist auch die, ja, da führen wir jetzt hier eine Diskussion oder nicht. Also in der Tat ist unsere Bereitschaft, auch führende Leute in diesem Bereich in die UNO zu schicken, nicht so groß ausgebildet wie anderswo. Damit würde es mal anfangen. Und da möchte ich gerne in der nächsten Legislaturperiode schon mehr machen. War nicht so. Was, ja, kleiner Spaß muss auch mal sein. Sie haben es ja auch so verstanden. Also ich glaube, da müssen wir mehr machen und ich will dazu auch gerne beitragen. Kann sein, dass in dieser Legislaturperiode ich dazu nicht mehr die Zeit habe. Jetzt zur polizeilichen Komponente, auch da stimme ich Ihnen total zu. Und Sie wissen, dass aus Gesprächen, die wir auch bilateral hatten, das so ist. Ich finde es jedenfalls absurd, dass der Bundesverteidigungsminister, einer meiner Vorgänger, aus dem Einzelplan 14 Wasserwerfer kauft, für Bekämpfung von also für Zurückhalten von Demonstrationen im Kosovo, wir eine Ausbildung für Soldaten machen, wie man mit Demonstranten umgeht, für etwas, was im Innern grob verfassungswidrig wäre und was ich überhaupt nicht im Ansatz fordern würde für die Bundeswehr im Innern. Aber im Kosovo dürfen wir es gerne machen, weil es nämlich kein anderer macht. Und Sie können sich vorstellen, dass mich das stört. Massiv stört. Aber ehrlich gesagt, im Moment ist es so, dass es nötig ist, weil es kein anderer macht, dann machen wir es eben. Aber ein Musterbeispiel für internationale Einsätze und das Verhalten Deutschlands im Ausland sollte es nicht sein. Jedenfalls möchte ich keinen, habe ich auch nicht gehört, aber ich möchte keinen Vorwurf daraus bekommen, dass wir sozusagen Wasserwerfer anschaffen, weil Wasserwerfer internationaler Polizei, also von Staaten, die Wasserwerfer haben, eben nicht zur Verfügung gestellt werden. Aus sozusagen, wenn man eine Notnagelfunktion, darf da nicht zum Vorwurf gemacht werden. Jetzt zur Frage Ausbildung der Soldaten bei Schutz der Zivilbevölkerung und all dem. Da machen wir, glaube ich, ehrlich gesagt, ziemlich viel. Ich will mal ein Beispiel sagen, als es um die Waffenstillstandsbeobachtung in Syrien ging, in einer frühen Phase. Wir sollten da Leute hinschicken, die gucken, wer hat welchen Anschlag gemacht, das dokumentieren, unbewaffnet. Haben wir uns auch gemeldet, ist dann aus anderen Gründen nicht dazu gekommen. Aber da habe ich festgestellt, wir haben 20, 30 ausgebildete Soldaten in der Bundeswehr, die aus dem Stand so etwas machen können. Sozusagen mit Trockenausbildung. Die kriegen dann einen, sozusagen, wenn man so will, Crashkurs für Syrien, aber die Frage, wie man so etwas macht, als Waffenstillstandsbeobachter, was da zu tun ist und so weiter, das wird ausgebildet. Die Einsätze, die wir machen, sind ja sehr lange und sehr gut vorbereitet. Es gibt auch Seminare zusammen mit NGOs und anderen, in die wir uns zum Teil, auch da funktioniert die Vernetzung ganz gut, in dem Institut, was früher Kühne geleitet hat und so weiter, wo man das gemeinsam ausbildet. Ich glaube, ich würde mal sagen, im Blick auf interkulturelle Vorbereitung, rechtliche Vorbereitung, auch Schutz der Zivilbevölkerung, Verhältnismäßigkeit der Mittel im Einsatz der Soldaten vor Ort, glaube ich, kann sich das, was Deutschland auch in der Ausbildung macht, international sehr gut sehen lassen. Da sind wir eher an der Spitze. Institutionell ressortübergreifend, ich habe da schon ein paar Ideen. Ich möchte sie hier aber nicht vortragen, weil ich weiß, dass daraus, hier sind ja ein paar Journalisten, gleich Meldungen entstehen.
Ich möchte nur sagen, alleine aus Institutionen folgt noch keine gute Zusammenarbeit. Wir hatten in den Vereinigten Staaten von Amerika Situationen, wo der nationale Sicherheitsberater und der nationale Sicherheitsrat und der Außenminister sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir hatten aber auch Phasen, wo, obwohl es diese Einrichtungen gab, es ein totales Gegeneinander zwischen dem nationalen Sicherheitsrat, einschließlich des nationalen Sicherheitsberaters, und dem Außenminister gab. Da war also mit der Institution, die bei Ihnen vielleicht im Hinterkopf ist oder so, war überhaupt kein Fortschritt. Ich glaube auch inzwischen, dass unsere Zusammenarbeit zwischen Außenministerium, WMZ und uns auf allen Ebenen, insbesondere was Afghanistan angeht, schon ziemlich gut geworden ist. Mein Problem ist das eigentlich nicht. Mein Problem ist, das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, dass wir vernetzte Sicherheit eigentlich, Justiz, Verkehr, Umwelt, Wirtschaft, Finanzen und so weiter. Wer geht denn jetzt gegen die Geldwäschevorgänge oder die Piratenbekämpfung in Somalia vor? Wer macht das denn? Soll das der BMZ machen? Soll das der Außenminister machen? Was macht Europol, was macht Interpol da? Wer darf entscheiden, welche Telefone abgehört werden, um zu gucken, welche Geldströme es gibt von Somalia raus in welche Länder auch immer? Ja, das ist weit über BMZ, AA und BMI hinaus. Wer macht ein Justizsystem in Somalia, dass man Piraten vor Ort verurteilen kann und all das? Also da ist, glaube ich, unser größerer Nachholbedarf innerhalb der Bundesregierung und innerhalb der Öffentlichkeit als zwischen den drei Ressorts, wo das so inzwischen, glaube ich, jedenfalls mal deutlich besser geworden ist. Zu den Kernwaffen, Frau Stelzenmüller hat mir zugeflüstert, Sie können ja auch sagen, Sie sind nicht zuständig, ist der Außenminister. Das stimmt. War ja auch eine Hilfe. Ich will nur Folgendes sagen. Und das, wir bestätigen ja nicht die Existenz von Kernwaffen auf deutschem Boden, seit Jahrzehnten nicht. Tun wir nicht. Ja, ist so. Ich möchte Ihnen nur Folgendes sagen. Solange die NATO ein Bündnis ist, was auch Kernwaffen hat, er sollte auf allen Ebenen auch eine entsprechende Fähigkeit vorhanden sein, auf allen sozusagen Waffenebenen, die es dabei gibt. Wenn es dazu gemeinsamen Abrüstungsschritten kommt, in dem Bereich bin ich der Erste, der das unterstützt. Aber einseitige Schritte von uns aus lehne ich ab. So, vielen Dank, Konstanze Stelzenmüller. Ich finde, das Wesentliche ist doch beantwortet worden. Ich komme mal mit einer ganz anderen Idee von hinten durch die Hecke. Sie haben aber jetzt vorhin keine Frage mehr. Abschließende Statements. Eine Reformanregung. Okay. Vorschläge. Wenn ich darf. Ein Vorschlag. Eine Anregung. Sie haben ja vorhin selber gelobt, wie ich finde, zu Recht, das sehr zivile Auftreten der Bundeswehr. Aber ich glaube, in den Umständen, die Sie beschreiben, wo die Diplomatie immer wichtiger wird in internationalen Beziehungen, auch die Militärdiplomatie wichtiger wird als, sagen wir, der Einsatz dessen, was die Amerikaner Kinetic Power nennen, muss man sich, glaube ich, nochmal die Bildung unserer Offiziere genau anschauen. Die Amerikaner und auch die Briten schicken ihre besten Offiziere auf zivile Hochschulen anderswo. Das heißt, die Amerikaner schicken ihre Oberstleutnante und Obersten nach Harvard, nach Oxford und anderswohin zum Studium und nicht etwa an Militärhochschulen. Ich frage mich, warum die Bundeswehr das nicht auch macht. Ich sehe ich bin jetzt schon eine Weile lang nicht mehr im Einsatz gewesen, aber ich erlebe immer diese Diplompädagogen und Diplomkaufleute und so und frage mich, ob das für die heutige Situation noch ausreicht. Ich würde mir ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, dass einige unserer Generäle auch eine etwas breitere und internationale politische, zivile politische Bildung hätten. Komm mit. Das ist die Schlussrunde, ne? Sehr gut, dann will ich drei Punkte sagen. Das eine ist, Sie haben viele schöne Dinge gesagt, Herr Verteidigungsminister. Das Problem ist, die Reichweite der Umsetzung in die Realität dessen, was Sie sagen, hört doch an den Toren des Auswärtigen Amtes auf. Wenn Sie, schönes Beispiel war das Abstimmungsverhalten im UN-Sicherheitsrat betreffend Libyen. Aber wenn Sie jetzt sagen,
ressortübergreifende Zusammenarbeit ist dringend notwendig, weil so geht nämlich erweiterter Sicherheitsbegriff. Ich habe dazu ein paar Ideen. Dann kann ich nur darauf hinweisen, dass in ein paar Monaten die Legislaturperiode zu Ende ist. Und nein, Sie werden dann leider das nicht mehr fortsetzen können. Aber was ich anbieten kann, ist, wir fragen Sie dann nach den Ideen. Das Zweite ist die Frage der Polizei, die Hundertschaft der Polizistinnen und Polizisten, die hätte aufgestellt werden sollen, damit sie die von der Bundespolizei grundsätzlich da sind und immer in Einsatz geschickt werden können, ist schlicht nicht geschafft worden. Das haben Sie als Innenminister nicht geschafft, hat Ihr Vorgänger nicht geschafft, hat auch Ihr Nachfolger nicht geschafft. Und das ist dann das Ergebnis dessen, was man am Ende dann hat, wenn man dann Wasserwerfer für den Kosovo kaufen muss, damit es die Bundeswehr verwendet. Aber wie gesagt, da ist einfach das, was man hätte machen können, damit es die Möglichkeit gibt, dass man nicht jedes Mal betteln geht von Bundesland zu Bundesland, ist einfach nicht ergriffen worden. Das Letzte ist beim Thema Atombomben, die es hier in Büchel nicht gibt, gibt es ja im Koalitionsvertrag einen Prüfauftrag. Wenn ich es richtig sehe, ist der Prüfauftrag so gewesen, dass man irgendwie einen Anruf gemacht hat in Washington, können wir die Dinge behalten, wollt ihr sie wieder haben, ja, alles klar. Man hat da wieder aufgelegt. Das Problem ist aber, und im Übrigen gibt es Taschenkarten für die Bundeswehr, in denen drinsteht, dass die Verwendung von und auch Übung mit Massenvernichtungswaffen nicht erlaubt ist. Wenn ich es richtig sehe, hieße das auch, dass die Tornados der Bundeswehr dann in Büchel nicht Übung fliegen dürften, wenn man die eigenen Taschenkarten ernst nähme. Aber das Letzte ist, wenn Sie, das bin ich überhaupt nicht einverstanden. Wenn Sie sagen, einseitige Schritte wird es unsererseits nicht geben, dann verkennen Sie tatsächlich, was eigentlich Abrüstungsproteste grundsätzlich antreibt und anstößt. Das ist nämlich, dass jemand in Vorleistung geht. Sonst, das hat es in der Geschichte sonst niemals gegeben. Und das ist enttäuschend zu hören, dass Sie das sagen. Das ist genauso enttäuschend, wie wenn man das neue strategische Gesamtkonzept der NATO sich anschaut, steht dort, die NATO bleibt ein atomares Bündnis, solange es sonst Atomwaffen auf der Welt gibt. Das ist im eklatanten Widerspruch zu Global Zero, der wegweisenden, hoffentlich eines Tages wegweisenden Rede, die Präsident Obama in Prag gehalten hat. Das kriege ich nicht zusammen und es ist sehr schade, dass der US-Präsident so große Reden hält und dann in der NATO das komplett anders umgesetzt wird. Nochmal, Abrüstung funktioniert nur mit Vertrauensvorschuss. Vielen Dank. Herr Minister, Sie müssen jetzt ertragen, dass Sie ausnahmsweise nicht das letzte Wort haben, sagen in dieser Diskussion. Das war aber vielleicht schon. Ich will aber vorher sagen, dass ich mich für die Art und Weise der Diskussion, auch die Diskussionsführung und das Klima in diesem Raum sehr herzlich bedanke. Das gebe ich gerne an Sie zurück, sagen, was den Stil angeht, mit dem Sie hier aufgetreten sind und die vergleichsweise Offenheit. Wenn man mal von einigen Fragen, die natürlich heikler Natur sind, wie Rüstungsexporte, absieht, aber das ist vielleicht auch unvermeidlich in einer Debatte, die einen so großen Bogen aufmacht wie heute Abend. Das war ja ein Parforce-Ritt durch sehr viele Fragen von Sicherheits- und Außenpolitik. Und wenn wir die Gelegenheit haben, noch einmal mit Ihnen zu diskutieren, nach der Wahl, nicht unbedingt als Minister, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass wir das doch auf einige konkretere Fragen zuspitzen, wie zum Beispiel seine Abrüstungspolitik. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das eine gute Debatte, vor allem auch deshalb, weil wir Diskussionen über Militär- und Sicherheitspolitik eben nicht den Militärs und den Sicherheitsexpertinnen überlassen dürfen. Das sind Fragen, die in die Mitte einer demokratischen politischen Öffentlichkeit gehören. So. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sie auch in solchen Formaten führen. Und dazu vielen Dank an Sie im Publikum und vielen Dank an die drei hier auf dem Podium und bis zum nächsten Mal.